Ja, willkommen an Bord der Helga, glaube ich, heißt das Schiff. Eine Art Traumschiff der Transparenz heute Abend. Mal sehen, was wir erreichen können. Noch lauter kann ich nicht. Ihr müsst nicht schreien, der ist mit aufdrehen vielleicht. Geht das so? So. Wir sind ja hier, weil Berlin neidisch nach Hamburg blickt. Denn Hamburg hat jetzt ein echtes Transparenzgesetz und wir noch nicht. Und das bewirkt, dass in 2 Jahren ganz, ganz viele Akten, wie viele genau, das können wir noch im Laufe des Abends klären, über Verwaltungsvorgänge und Entscheidungen, jetzt ist sogar Hall, im Internet zur Verfügung stehen. Das ist toll und großartig. Einige sagen, das ist ein Open-Data-Quantensprung. Neidisch sind wir darauf, weil wir eigentlich bislang, wir in Berlin, ich sage jetzt mal einfach wir, das beste und schönste Informationsfreiheitsgesetz hatten, das auch öffentliche Verträge, Verträge der Daseinsvorsorge öffentlich macht, zum Beispiel beim Wasser. Und nun das. So. Klare Folge ist, Berlin will sowas auch. Und die Piraten haben sich natürlich dann standesbewusst und clever an die Spitze der Bewegung gesetzt. Jetzt werden wir heute mal klären müssen, wie das so laufen kann. Ich glaube, wir sitzen auf der Bühne nur Fans vom Transparenzgesetz. Das ist misslich für die Gegner vom Transparenzgesetz, sonst ist es völlig okay, glaube ich. Wir wollen dann wissen, wie das in Hamburg geklappt hat und was man daraus für Berlin lernen kann. Dazu gibt es illustre Gäste, sagt man an dieser Stelle. Dieses Publikum ist nicht wirklich gegendert, wie Sie sehen, aber immerhin trotzdem höchst kompetent. Es finden sich hier unter anderem direkt neben mir, links neben mir, Herr Dix, Alexander Dix. Er ist seit 2005 der oberste Datenschützer in Berlin und war zuvor oberster Datenschützer des Landes Brandenburg. Er ist außerdem der Beauftragte für das Recht auf Akteneinsicht. Das ist wichtig, denn wenn man Ärger mit dem IFG in Berlin hat, dann kann man sich an den Dix wenden und sagen, die rücken die Akten nicht raus, was soll ich tun? Und er hilft dann. Sie schützen auch schon ihr ganzes Leben lang Daten, oder ihr ganzes Berufsleben lang Daten, jedenfalls, ne, fast. Also, ich glaube, seit 85 habe ich jedenfalls im Internet gesehen, das ist ein Jahr, das hier bei einigen als Geburtstag, glaube ich, durchgeht, bei Ihnen, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau. Also, so viel zum Thema, das ist ein wichtiges und nachhaltiges, eine nachhaltige Sache ist, über die wir heute reden. Dann haben wir Herrn Leilig. Herr Leilig kommt aus Hamburg, ist dort die... Ja... Ich versuche es noch lauter und langsamer, aber... Also ich kann daran nichts machen. Noch näher rangehen. Noch näher rangehen, so. Das schmettert jetzt ordentlich. Gut. Also hier links von mir, rechts von Ihnen sitzen die Hamburger. Das sind die Transparenzstreber. Wir werden Sie ausfragen, wie Sie das gemacht haben. Es ist einerseits der Herr Leilig. Gerd Leilig ist der Regionalleiter von Transparency International Hamburg Schleswig-Holstein, richtig, genau. Also der Korruptionsbekämpfer, wer es nicht kennt, aber ich glaube, das kennen hier alle. Dort sind sie seit 2005, haben vorher für Axel Springer gearbeitet und haben sich bei TI vor allem für das Thema Korruptionsprävention in der Wirtschaft gekümmert. Also Hinweisgebersysteme, schätze ich mal, und solche Sachen, genau. Sehr interessant. Genau, dann haben wir noch den jungen Mann hier, das ist Daniel Lentfer, Geschäftsführer von Mehr Demokratie Hamburg, dem Verein für direktdemokratische Abstimmung, der auch in Karlsruhe geklagt hat, also wichtig und auch in Berlin eine wichtige Marke, die immer wieder gerne von uns eins angerufen wird, wenn es um schwierige Dinge geht. Sie sind auch bei den Grünen, glaube ich, aktiv, ja, aber nur so Mitglied sogar, mein Gott, ja, das ist ja aktiv. Sie sind außerdem Extremsportler und Radikaloptimist, so lautet auch Ihr Twitter-Name. Sind vielleicht notwendige Voraussetzungen, um so eine Sache durchzuziehen, wie in Hamburg. Dann rechts von mir sitzt Simon Weiß, ein echter Berliner Pirat, rechtspolitischer Sprecher der Piratenfraktion und deswegen auch Ihr Transparenz-Hohepriester. Mathematik-Doktor inzwischen. Und hat hier in Berlin studiert. Kaum war Florian Graf von der CDU seinen Doktortitel los, haben sie ihn bekommen. Damit haben sie die Ehre des Parlaments gerettet. Sehr schön, genau. Den Titel der Doktorarbeit habe ich hier notiert, den lese ich jetzt aber nicht vor, wir haben nicht so viel Zeit. Im Wiki geben Sie an mit dem Satz, dass Sie ansprechbar und diskursfähig sein. Das ist doch schön, das können wir heute mal unter Beweis stellen. Ganz kurz zum Ablauf. Podiumsrunde machen wir hier. Ich würde gerne von den einzelnen Leuten, die ja klug zusammengestellt sind, vom Veranstalter einige Aspekte wissen. Also wie macht man das zum Beispiel? Was sind die Probleme in Sachen Korruption? Was bringt Transparenz bei der Korruptionsbekämpfung? Von den Dix vielleicht gerne wissen, wäre das auch wirklich was für Berlin? Wo liegen aber auch die Probleme? Oder ist eigentlich so ein Transparenzgesetz nicht auch problematisch, weil sie ja auch Datenschützer sind und nicht nur Datenrausrücker? Und was Sie jetzt für Berlin vorhaben, das könnte dann Herr Weiß erzählen. Vielleicht fangen wir
damit doch mal an, Herr Lenfer. Wie kam es denn zu diesem phänomenalen Sieg in Hamburg? Das ist ja losgegangen mit einer Volksinitiative, relativ kurzfristig, und Sie haben also in kurzer Zeit die Stadt gerockt. Ja? Moment, ich gebe das Mikrofon weiter. Ich wollte gerade sagen, weil ohne Mikrofon schaffe ich das hier definitiv nicht. Das scheint ja mit schon schwierig genug zu sein. Ob wir die Stadt gerockt haben, das überlasse ich dann den Musikjournalisten, das zu beurteilen. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, von vornherein ergebnisoffen viele Initiativen und interessierte Menschen aus der Open-Data-Bewegung, von Mehr Demokratie, von der Piratenpartei, von Transparency International, aus dem Chaos Computer Club, aus ganz, ganz vielen Zusammenhängen wirklich einfach an einen Tisch zu setzen und zu sagen, so, wir setzen uns einfach mal hin, wir gucken einfach mal, was gibt es und was wollen wir. Und wir haben uns einfach hingesetzt, angefangen als komplette Laien. Niemand von uns hatte mehr mit Jura zu tun, als dass wir alle irgendwie mal vielleicht das bürgerliche Gesetzbuch in der Hand hatten. Und haben einfach angefangen, dieses Gesetz zu schreiben. Und war natürlich an einigen Stellen, haben wir später festgestellt, nicht ganz dem angemessen, was manche Juristen darunter verstehen. Hat aber trotzdem an vielen Stellen eben das ausgedrückt, was wir inhaltlich umsetzen wollten. Ich glaube, das war ein sehr wichtiger und auch ein sehr guter Prozess, weil wir dadurch wirklich ein Gesetz von Bürgerinnen und Bürgern für Bürgerinnen und Bürger geschrieben haben und es wirklich geschafft haben, das Thema aus dieser Expertinnen-Ecke so ein bisschen rauszuholen. Und dann haben wir es geschafft, tatsächlich die Volksinitiative relativ kurzfristig anzumelden. Also wir hatten am Mittwoch das Gesetz fertig und dann haben dann am Freitag die Volksinitiative angemeldet. Hatten zu dem Zeitpunkt als Kampagnenmaterial das Gesetz und eine Unterschriftenliste. Das war wann genau? Das war am 28. Oktober letzten Jahres haben wir das Gesetz angemeldet. Also wir haben uns im Juni ungefähr erstmalig als Gruppe getroffen, haben dann mehr oder weniger teilweise im Monatsrhythmus, teilweise am Ende natürlich wöchentlich, als es dann die Schlagzeile erhöht wurde, uns getroffen. Insgesamt vor der Initiative, ich würde sagen 10 Treffen ungefähr. Viele Stunden Arbeit wirklich ins Gesetz gesteckt. Das Gesetz durchgängig öffentlich einsehbar in einem Wiki gehabt. Also wir haben einfach ein Wiki aufgebaut, haben gesagt, liebe Leute, guckt euch das an. Das Wiki war jederzeit für jedermann einsehbar und änderbar. Also es hätte jederzeit sich jede Person dort einhacken können. Und es haben sich auch Menschen am Wiki beteiligt, von denen wir bis heute nicht wissen, wer sie sind. Also es hat ein Stück weit auch, glaube ich, gut funktioniert und haben es dann wirklich geschafft, innerhalb von 6 Wochen über 15.000 Unterschriften zu sammeln, wo man in Hamburg 6 Monate eigentlich für 10.000 Zeit hat. Aber es gab zum Schluss auch noch mal eine rechtswissenschaftliche Expertise, oder? Da haben wir auch die Juristen mal drüber geguckt, das eine oder andere Mal. Ja, wir hatten das große Glück, Professor Dr. Kühling, das ist ein ehemaliger Bundesverfassungsrichter, für uns gewinnen zu können, haben dann eine vier Stunden Sitzung gehabt, wirklich mit, hört man mich noch? Ich glaube, ich bin aus, oder? Nein. Auf jeden Fall leiser geworden. Okay, also wir haben wirklich über 4 Stunden zusammengesessen mit 20 Leuten und haben dieses Gesetz mit ihm zusammen Paragraph für Paragraph durchgekaut und ihm hat es bei einigen unserer Begriffe natürlich gegraust, weil er gesagt hat, sowas kann man nicht in einem Gesetz schreiben. Können wir für ein Beispiel gerade mal nehmen? Spontan, nicht in der Hitze, genau. Aber er hat im Endeffekt dann auch uns wirklich übers Wochenende nochmal einige Sachen wirklich auch komplett überarbeitet, eine Woche bevor wir es angemeldet hatten. Dann hatten wir am Mittwoch, wie gesagt, die letzte Bündnissitzung, haben da den von Ihnen überarbeiteten Entwurf, sind wir nochmal komplett durchgegangen und haben das da im Grunde dann final erst abgestimmt. Also es gab am Ende eine gesetzliche, eine juristische, fachliche Beratung, aber es war wirklich trotzdem immer noch ein Gesetz von Menschen, wirklich, das wir als Laien im Endeffekt geschrieben haben. Was ich eine schöne Sache finde, zumal viele Juristen im Prozess immer auf uns zugekommen sind und gesagt haben, sagt uns mal, was ihr eigentlich haben wollt und wir schreiben euch das dann. Wir haben mal gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass ihr uns das schreibt, sondern wir wollen unser Gesetz schreiben. Aber es gab dann ja am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, auch einen Kompromiss. Also die Volksinitiative war erfolgreich. Die Parteien haben alle gemerkt, jetzt müssen wir da irgendwie auf die zugehen. Das wollen offenbar die Leute. Und dann sind sie nochmal in Verhandlung getreten. Ja? Und was ist dabei rausgekommen? Also wir hatten erstmal eine Anhörung im Justizausschuss. Also in Hamburg ist es qua Verfassung vorgeschrieben, dass eine Volksinitiative nach der Initiative im entsprechenden Bürgerschaftsausschuss angehört wird. In dieser Anhörung sind so ein paar Mängel am Gesetz bekannt geworden. Der Bereich Datenschutz war einer dessen. Es ging um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und um den Kernbereich exekutive Eigenverantwortung. Also da kommen dann so die ersten juristischen Fachbegriffe raus. Ja, haben Sie gut drauf jetzt? Inzwischen bin ich da sehr firm drin, ja. Da haben wir so ein bisschen nachgebessert, haben den überarbeiteten Entwurf eingereicht und daraufhin hat die SPD dann irgendwann begriffen, okay, sie können das Gesetz jetzt mit uns zusammen beschließen, weil wir immer gesagt haben, jetzt nach der Volksinitiative sind wir bereit, mit euch zu verhandeln oder nach dem Volksbegehren, dann verhandeln wir nicht mehr, dann wollen wir den Volksentscheid haben. Daraufhin hat sich in der SPD dann die Meinung durchgesetzt, dann verhandeln wir lieber und haben dann im Endeffekt diesen Kompromiss ausgehandelt. Worauf mussten Sie verzichten?
zwei Punkte, wo wir ein Stück zurückgegangen sind. Das sind einmal die Vertragsveröffentlichung. Da haben wir jetzt den Veröffentlichungspflicht gilt nur noch für Verträge der Daseinsvorsorge. Das haben wir dann definiert. Das sind bei uns auch Kulturbauten. Also die Elbphilharmonie ist ja zum Beispiel ein Kulturbau. Aber auch der gesamte Bereich Bildung und viele andere Sachen haben wir da rein definiert. Also das ist ein sehr weiter Begriff. Wohnungsbau ist ebenfalls alles, was öffentlich da gemacht wird, mit drin. Da aber eben nicht mehr alle Verträge. Vorher waren es wirklich alle Verträge über 100.000 Euro. Den Schritt sind wir zurückgegangen. Das war der eine Kompromiss. Und der zweite Kompromiss betrifft die Daten, wo wir jetzt nur noch eine Verpflichtung für Geodaten haben und einige andere Datenbestandteile eben nicht mehr verpflichtend veröffentlicht werden müssen. Mit der Argumentation, die Stadt würde damit ja Geld einnehmen. Da gibt es übrigens ja gerade die schöne kleine Anfrage, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen als ich, wie viel die Stadt wirklich mit Daten verdient und dass sie eigentlich wirklich nur mit Geodaten Geld verdient. Insofern ein bisschen, das ist vielleicht ein Schmankerl am Rande. Und jetzt ist das Olaf-Scholz-Gesetz, oder wie sehe ich das? Normalerweise ist das ja eine Kaltübernahme. Ja, der Erfolg hat immer viele Väter. Also das hat man wirklich gesehen, als wir dann in der Bürgerschaft gesessen haben und das Gesetz verabschiedet wurde. 5 Fraktionen, die sich einmal vorne hingestellt haben und einmal gesagt haben, warum das eigentlich ihr Gesetz ist. Und hat sich gefragt, Mensch, das hätten wir auch eher haben können, offensichtlich. Aber ich finde es ehrlich gesagt ein schönes Zeichen, weil es war für mich auch das Signal, dass diese Menschen sich inzwischen wirklich auch mit dem Gesetz identifizieren. Das habe ich auch in vielen Gesprächen erlebt. Und das finde ich was Positives, weil ich glaube, so ein Gesetz gegen die Verwaltung und gegen die Politik durchzusetzen, ist doch nochmal eine ganz andere Herausforderung, als wirklich zu sagen, Mensch, wir machen das jetzt mit euch zusammen, weil es unser aller Interesse ist. Okay, das ist interessant. Herr Leilig, von Ihnen würde ich auch gerne wissen, wie das, was so ein Transparenzgesetz bewirken kann in Behörden, wenn es jetzt sowas gibt und sich die Leute, die in den Behörden sitzen, da alle aufgeführt sind, denken, was mache ich denn jetzt damit? Was bewirkt das im Denken, in der Mentalität möglicherweise und fürs Verwaltungshandeln? Vielleicht können Sie das mal sagen und auch nochmal, die Frage stelle ich gleich nochmal, weil sie ein bisschen weiter zurückreicht, sagen, wie ist das denn gelungen in Hamburg, das ja nicht so berühmt war für Transparenzinitiativen, plötzlich diese Stimmungswechsel zu erreichen und wie konnte man sozusagen in dieser kurzen Zeit das eigentlich schaffen? Das ist irgendwie noch ein kleines Rätsel. Ich fange mal mit dem zweiten an. Ja, bitte. Politiker haben ja eine gewisse Angst davor, in der Öffentlichkeit schlecht dazustehen, unter anderem vor Wahlen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass sie gerne ihre Mandate und ihre Jobs behalten, was ja eigentlich nachvollziehbar ist. Und vor dem Hintergrund, dass wir in Hamburg die Bundestagswahl als das Entscheidungsdatum für den Volksentscheid definiert haben, hatte die SPD die Meinung, dass es wohl besser wäre, wenn nicht zu diesem Termin auch noch Unterschriften gesammelt würden, aus denen man erkennen kann, dass die Regierung bestimmte Dinge nicht tut, die eigentlich die Bürger wollen. Das war, glaube ich, das Hauptmotiv. Wir hatten Glück bei unserer Vorbereitung. Also einmal waren wir juristisch sauber. Wir haben also an keiner Stelle einen Anlass gegeben, dass unser Zeitplan durch verfassungswidrige Formulierungen in Frage gestellt wurde. Und zweitens hatten wir genug Geld. Also wir konnten allen aufrechten Hauptes sagen, wir haben die Mittel von den Gründungsorganisationen, von den Parteien, und die bei uns im Bündnis waren, und von Stiftungen, sodass wir das wirklich durchziehen können. Bis zu diesem Volksentscheid. Und dann haben die Politiker gesagt, also dann ist es besser, wir setzen uns an die Spitze der Bewegung und schaffen uns ein Gesetz, das die Politik auch nochmal ändern kann. Ein Gesetz, das durch Volksentscheid zustande gekommen wäre, wäre 3 Jahre lang nicht änderbar gewesen. Aber warum haben die Leute da so drauf, oder warum sind die da so drauf angesprungen? Das ist ja keine ganz leichte Materie. Transparenz ist natürlich ein Begriff, der jetzt gerade mit dem Aufstieg der Piraten sehr populär ist, aber ist das so ein bisschen Zeitgeist auch, dass man dieses Thema irgendwie als wichtig erkannt hat, oder einfach hat das vielleicht möglicherweise in Hamburg auch was mit den schlechten Erfahrungen bei Volksabstimmungen zu tun, dass die Politiker eben nicht das machen, was das Volk bestimmt, und dass sie deswegen sagen, so, jetzt können wir es immer zeigen, jetzt raus mit den Unterlagen? Also ich glaube eher, das ist die Angst A vor der Entwicklung der Piraten und B natürlich, wie Sie schon sagen, die Angst vor einem nochmal für die Verwaltung verlorenen Volksentscheid. Ja. Vielleicht zu Ihrer zweiten Frage, was bringt das für Korruptionsbekämpfung? Korruption ist ja ein Phänomen, das in Deutschland vorhanden ist. Das ist nicht etwa irgendwas, was sich auf Afrika oder Südamerika beschränkt, sondern wir haben das. Es gibt eine ganz
niedrige Zahl, denke ich. Über 20 Millionen Schäden jährlich in Hamburg durch nachgewiesene Korruption. Das heißt also, ohne Dunkelziffer, ohne solche Hochrechnungsfaktoren ist das eigentlich ein erschreckender Betrag. Wie entsteht Korruption? Wirtschaft und Lobbyisten gehen im Allgemeinen auf die Behörden zu, weil die Behörden natürlich ein relativ großes Auftragsvolumen verwalten, und da liegt es natürlich gelegentlich nahe, dass mit unlauteren Mitteln gearbeitet wird. Wenn man jetzt Korruption bekämpfen will und Manipulation bekämpfen will, dann eignet sich natürlich Transparenz, weil zum Beispiel Wettbewerber nachvollziehen können, wieso einer einen Auftrag bekommen hat, wenn sie dann mal sehen, wie ist denn das jetzt wirklich zustande gekommen. Und unser Gesetz zielt natürlich in erster Linie darauf, dass Öffentlichkeit für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Oppositionspolitiker und für Journalisten entsteht. Das ist, glaube ich, der größte Vorteil. Das heißt, wenn der Journalist irgendetwas vermutet, dann hat er es in Zukunft in Hamburg leichter, an konkrete Informationen zu kommen. Okay, das finde ich hochinteressant. Vielen Dank dafür. Ich finde aber auch eine Gefahr, dass sich die Korruption, die Kanäle, das Geld ist ja immer noch da, ne? Das wird ja immer noch ausgegeben und es ist immer noch hochspannend, wie die Leute diese Aufträge haben wollen, doch irgendwie einfach nur andere Wege sucht, dass man dann zwar nicht mehr über die Akten irgendwie Hinweise bekommt, sondern dass, ich weiß nicht wie, aber in irgendwelchen Hinterzimmern immer noch diese Versuche gibt, das auszutricksen. Wie kann man erreichen mit einer solchen Transparenz? Das will ich eigentlich wissen. Naja, wir haben ja ein ziemlich gutes Strafrecht gegen Korruption. Wir haben auch ziemlich gute Strafverfolgungsbehörden. Das heißt also, die Beamten sind schon, sagen wir mal, wissen schon, was sie tun, wenn sie absichtlich sich bestechen lassen. Die Wirtschaft, denke ich mal, wird auch zunehmend offener. Es gibt ja sowas Ähnliches wie eine Unternehmerhaftung inzwischen, fast. Das heißt also, wenn ein Unternehmen es unterlässt, Maßnahmen zu ergreifen, die Korruptionsprävention sicherstellen, dann werden auch die Chefs verurteilt, unter anderem über den UK Bribery Law. Aber das ist ein UK Bribery Act. Okay, gut, das merke ich mir jetzt einfach mal und komme zu Herrn Dix. Herr Dix, Sie haben schon mal angedeutet, dass so ein Transparenzgesetz auch für Berlin eine gute Sache wäre. Erklären Sie uns doch aber auch nochmal bitte, was ist gut und was ist vielleicht aber auch schwierig daran. Denn ich stelle mir vor, ein Datenschützer denkt sich auch, man kann irgendwie nicht immer alles rausgeben, sondern muss da ganz genau definieren, was nicht rauszugeben ist. Und diese Forderung der Transparenz kann ja möglicherweise auch irgendwann mal umschlagen in so eine Datenfluten oder in eine Form von Offenheit, wo man denkt, naja, aber da gerade ich jetzt selbst mit meinem Berufsbild Daten zu schützen im Konflikt, oder ist das nicht? Also ich denke, man muss sich zunächst mal klar machen, dass meine feste Überzeugung, dass Datenschutz und Informationsfreiheit so zusammenhängen wie zwei Seiten einer Medaille. Ich bin nicht primär Datenschützer und mache Informationsfreiheit nur, weil ich es unbedingt machen muss, sondern ich war in Brandenburg der erste Informationsfreiheitsbeauftragte in Deutschland überhaupt, 1998, und bin der festen Überzeugung, dass Informationsfreiheit genauso ein wichtiges Menschenrecht ist wie informationelle Selbstbestimmung, also der Datenschutz selbst. Ich will aber noch mal was sagen zu dem, was in Hamburg passiert ist. Es ist nämlich wirklich bemerkenswert. Man muss sich erinnern, dass die Informationsfreiheit selbst ja noch nicht so eine lange Geschichte in Deutschland hat. Jetzt habe ich hier erhebliche Konkurrenz, aber mal sehen, ob ich das schaffe. Informationsfreiheit gibt es im Grunde in Deutschland erst seit 1998. In Brandenburg war das erste entsprechende Gesetz. Berlin kam ein Jahr später. Und in Hamburg gab es das erste Informationsfreiheitsgesetz 2006. Das hatte zwei Paragraphen. Verwies auf das Bundesinformationsfreiheitsgesetz, war sehr lakonisch, stand kaum was drin. Und vor allem gab es keinen Informationsfreiheitsbeauftragten. Der wurde erst 2009 eingeführt. Und jetzt, nachdem Hamburg sozusagen langsam Anschluss an den Geleitzug der Informationsfreiheit in Deutschland, der sowieso international ziemlich im Hintertreffen ist, gewonnen hat, nehmen die Hamburger unheimlich Fahrt auf. Das ist wirklich faszinierend zu beobachten. Sie überholen jetzt alle anderen. Sie haben dabei allerdings, muss man auch sagen, Anregungen aus Berlin aufgenommen, denn in Berlin gab es auch ein erfolgreiches Volksgesetz,
zum Wassertisch, zu den insbesondere zu den Wasserverträgen. Die Geschichte ist den Berlinern auf dem Schiff einigermaßen bekannt. Aber Hamburg hat da sicherlich von profitiert, hat aber jetzt wirklich einen Schritt getan, der juristisch außerordentlich durchdacht ist, politisch genial eingefädelt, das muss man wirklich sagen. Und ich kann ein solches Gesetz, würde ein solches Gesetz auch in Berlin sehr begrüßen, würde das auch unterstützen. Es gibt eine Reihe von Detailproblemen, über die man sprechen muss. Aber nochmal, Datenschutz ist kein K.O.-Kriterium, mit dem man die Informationsfreiheit sozusagen vereiteln kann. Umgekehrt hat der Datenschutz auch in jedem Transparenzgesetz einen wichtigen Stellenwert. Es gibt bestimmte Sachen, die gefallen mir in dem hamburgischen Transparenzgesetz auch nicht. Da war man ein bisschen zu ängstlich. Ich weiß nicht, ob das das Ergebnis der letzten Kompromissverhandlungen ist. Mir gefallen zum Beispiel nicht die sogenannten Bereichsausnahmen. Es gibt in einem Paragraphen ziemlich pauschale Ausnahmen für ganze Behörden. Das ist eine alte Diskussion, die auch in den Informationsfreiheitsgesetzen im Bund zum Beispiel geführt worden sind. Da hat das Bundesverteidigungsministerium gesagt, nee, wir wollen überhaupt nicht dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz unterliegen. Wir wollen noch nicht mal offen sagen, wie viel Bleistifte wir im Jahr kaufen. Ich mache es jetzt mal ein bisschen banal. Und genau solche Argumente haben auch in Hamburg zum Beispiel der Rechnungshof, der Verfassungsschutz und der Norddeutsche Rundfunk gebracht und haben damit Erfolg gehabt. Mittlerweile gibt es aber Gerichtsentscheidungen aus Nordrhein-Westfalen, die sagen eindeutig, sowohl die Rechnungshöfe als auch die Rundfunkanstalten unterliegen der Informationsfreiheit. Sie können sich jedenfalls nicht pauschal da ausklinken. Es ist ja richtig, dass in jeder Behörde gibt es irgendwelche geheimhaltungsbedürftigen Informationen. Über die muss man aber im Detail sprechen. Es geht nicht, dass eine Behörde sich gänzlich aus der Transparenz verabschiedet. Und das Gleiche gilt für den Verfassungsschutz. Da muss ich allerdings sagen, normalerweise kennt das Berliner Informationsfreiheitsgesetz keine solchen Bereichsausnahmen. Ausnahme: der Verfassungsschutz ist nach dem Berliner Verfassungsschutzgesetz auch leider pauschal von der Informationsfreiheit ausgenommen und das muss geändert werden. Denn auch der Verfassungsschutz hat Informationen, die er offenlegen kann. Er hat auch eine ganze Menge Informationen, die er nicht offenlegen sollte. Aber so pauschal eine ganze Behörde von der Transparenz auszunehmen, das ist der falsche Weg. Jetzt würde ich gerne Herrn Leffer fragen, was er dazu sagt. Aber es gibt noch eine Evaluation, glaube ich. Ne? Nach ein paar Jahren wird es überprüft. Und dann können Sie noch mal ran. Also beim NDR ist es so, dass nur die journalistischen Recherchen ausgenommen sind. Ansonsten gebe ich Ihnen recht und das war für uns, aber wenn ich einen Satz kurz dazu sagen kann, das war für uns aber vor allem auch eine Frage, dass ich glaube, wir hätten daran ganz schnell politisch scheitern können. Wenn wir die Debatte öffentlich geführt hätten, müssen wir den Verfassungsschutz irgendwelche Geheimhaltungsrechte für geben oder nicht, dann wäre das etwas, was uns ganz leicht hätte auf die Füße fallen können. Und diese Debatte wollten wir nicht führen. Anstelle der großen Debatte wollen wir eigentlich überhaupt diesen großen Schritt machen. Und es gibt kurz diese Klausel, gibt es 2 Jahre nach Einführung des Informationsregisters, wofür die jetzt 2 Jahre Zeit haben. Also in 4 Jahren wird es eine Evaluation geben. Mal gucken, wie viel Wasser bis dahin in die Elbe runtergeflossen ist. Ich muss mich korrigieren, Sie haben vollkommen recht, was die Rundfunkanstalten angeht, entspricht das Gesetz sogar dem, was das OVG Münster entschieden hat, korrigiere ich, aber was den Rechnungshof angeht, ist es zu ängstlich sozusagen. Stimme ich zu. Ich halte fest, dass die Berliner es immer noch besser machen können, Herr Weiß. Wenn Sie jetzt dran, können Sie ganz kurz, ich gebe mal das Mikrofon hier weiter. Wie weit sind Sie denn eigentlich? Sie verfolgen ja vermutlich mit hohem Interesse die Debatte und jetzt auch die Gesetzeslage in Hamburg und wollen ja das auch in Berlin machen. Das heißt, sind da die Piraten eigentlich die Einzigen, die sich da an die Front gestellt haben und gesagt haben, oder die Ersten, wir wollen das auch, und wie weit sind Sie denn eigentlich? Also ich weiß, dass es auch positive Äußerungen dazu gab, aber wir sind jetzt meines Wissens die Ersten, die sich jetzt hingestellt haben und gesagt haben, wir machen das jetzt. Wie weit wir sind, naja, wir haben uns das halt... Entschuldigung. Sind die Richtung drin, glaube ich. Ja? Versuch etwas lauter zu sein, es fällt mir manchmal etwas schwer. Also was wir jetzt vorhaben, ist eben genau das. Herr Dix, Herr Dix hat eben die Detailfrage angesprochen. Also wir wollen dieses Gesetz nehmen und erstmal versuchen, so gut wie möglich auf Berliner Verhältnisse anzupassen. Das beinhaltet einfach ein paar rechtliche Dinge, die anders sind. Das beinhaltet auch, und das finde ich auch gut, dass Sie das angesprochen haben, das beinhaltet auch, dass wir nicht versehentlich die Sachen, die tatsächlich im Berliner Informationsfreiheitsgesetz besser sind als im Transparenzgesetz, irgendwie so versehentlich mit ausschütten. Das ist zum Beispiel diese pauschalen Ausnahmeregelungen oder interessanterweise zum Beispiel auch diese Bagatellgrenze, die es in der Form im Berliner Informationsfreiheitsgesetz nicht gibt. Was im Hamburger Transparenzgesetz, wie es jetzt gibt,
wesentlich besser ist als im Berliner Informationsfreiheitsgesetz. Und was eben das Wichtigste ist, da mitzunehmen, ist einmal eben dieser, wenn man es Quantensprung gesagt, da ich ein bisschen was von Physik verstehe, nenne ich es lieber Paradigmenwechsel. Danke. Ist eben dieser Wandel von der Auskunftspflicht, also die Informationsfreiheitsgesetzgebung war ja selbst schon ein Paradigmenwechsel von der Geheimhaltung als Grundzustand hin zu Auskunftspflicht als Grundzustand, und das ist dann quasi der nächste Paradigmenwechsel auch im Sinne von Open Data, dass eben die Veröffentlichung erstmal der Default ist. Natürlich auch im Transparenzgesetz erstmal nur für eine Reihe von benannten Dokumenten. Allerdings auch mit einer, was ich auch sehr positiv finde im Transparenzgesetz, mit einer so offenen Klausel, also andere Informationen von öffentlichem Interesse, also dass das nicht als abschließende Liste auch definiert ist, auch in Bezug auf die Verträge. Ja, wie weit sind Sie? Sie haben Copy and Paste gemacht und jetzt überall, wo Hamburg steht, kommt Berlin rein. Ja, weiter als das sind wir schon. Also der Punkt ist halt, sich das immer genauer anzugucken und zu gucken, wo halt die Problemfälle sind. Ich hatte eben schon was benannt, was jetzt die Dinge angeht, wie die Ausnahmetatbestände oder die oder eben der Schutz persönlicher Daten. Da gibt es halt im Berliner Informationsfreiheitsgesetz auch schon relativ weitreichende Dinge. Da müsste man wahrscheinlich bei so einem... Ja. Muss näher das Mikro anfangen und okay. Die Box mal wegdrehen. Okay, Entschuldigung. Da ist quasi das Ziel an der Stelle, so eine Art Best-of zu machen aus beiden Gesetzen. Also wir haben jetzt damit angefangen. Im Moment ist halt parlamentarische Sommerpause, das heißt, im Moment ist noch keine Sitzung. Wir werden auf jeden Fall nach der Sommerpause, ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wann, also ich meine, es ist ja lieber gründlich als übereilt, aber wir werden nach der Sommerpause auf jeden Fall einen Entwurf haben, den werden wir wohl nicht gleich ins Parlament einbringen. Sondern wir werden den halt auch erstmal so zur Diskussion stellen, auch gegenüber den anderen Fraktionen. Ich meine, man muss das auch nochmal in den Chor einstimmen, was in Hamburg da gelungen ist, ist schon echt bemerkenswert. Der Antrag wurde ja nicht nur von der Mehrheit in der Hamburger Bürgerschaft angenommen, er wurde ja von allen Fraktionen gemeinsam eingebracht. Und das ist natürlich was einem auch politisch ziemlich weiterhilft, wenn man hier sagt, naja, wenn das in Hamburg alle Fraktionen gemeinsam einbringen können, dann muss was hier in Berlin noch eigentlich auch zu machen sein. So. Gibt es denn da schon Signale aus dem Abgeordnetenhaus für den anderen Fraktionen, die die Welle schon rollen sehen? Jetzt konkret noch nicht. Werden halt sehen, was weiter passiert. Also gut. Ja, da bleiben Sie dran, ja. Was wären denn Bündnispartner eigentlich auch außerhalb der Parteien im Abgeordnetenhaus in der Stadt von den Initiativen? Ja, in der Stadt sind es halt tatsächlich so, die mir jetzt einfallen würden, halt tatsächlich so im Wesentlichen die gleichen, die es auch in Hamburg waren. Also wir haben halt mehr Demokratie, Transparency, noch andere Initiativen aus dem Open-Data-Bereich noch einfallen. Ja, Chaos Computer Club, der in Hamburg ja auch eine Rolle gespielt hat, wahrscheinlich auch. Ich habe übrigens ganz am Anfang mal was anderes jetzt zwischendurch zur Abwechslung gehört, dass alle irgendwie Karten bekommen haben, nicht wahr? Und man auch abstimmen kann. Das ist eine neue, sehr modische Form, hat mir Herr Lauer erklärt, Publikumsbeteiligung. Die würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, indem Sie sich alle die Karten einfach mal zur Hand nehmen, also sozusagen zücken und zeigebereit halten. Die Frage, die ist jetzt, was haben wir für Karten hier? Verschiedene Farben, ja? Blau und Gelb. Blau ist ja? Blau ist ja, oh Gott, lesen kann ich auch. Das ist Nein, Verzeihung. Nein ist, Blau ist Nein, Verzeihung, ja, lesen kann ich auch. Gelb ist Ja. Ich wollte aber eigentlich eine andere Frage stellen, wollte mich wissen, wer damit Ja zu beantworten. Bitte heben, wer schon mal hier auf dem Schiff nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz einen Antrag gestellt hat auf Akteneinsicht. Und jetzt. Gut, Gelb und Blau tut ihm nichts zur Sache, das sind aber viele. Nee, ich glaube... Achso, nein, es ist jetzt Nein und Ja, ne? Gut, das heißt also, die Gelben sind jetzt die, die es gemacht haben, stimmt das? Genau, okay, doch die Minderheit. Ja, gut. Ich muss das nochmal üben mit der Publikumsbeteiligung, aber es ist ja alles total locker hier. Deswegen, was sagt Ihnen das? Also tatsächlich auf die Gesamtbevölkerung gerechnet, sind das sehr, sehr viele. Also tatsächlich gibt es weniger Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz, auch in Berlin. Das ist wahrscheinlich auch etwas mit der
mit der mangelnden Bekanntheit zu tun hat, dass man es darf. Und natürlich Informationsfreiheitsgesetz halt auch so ein bisschen in der Rente Hürden hat. Ne? Die eine Sache ist die, man muss, wenn man eine Anfrage im Informationsfreiheitsgesetz stellt, muss man halt immer wissen, was genau für ein Dokument oder was genau für eine Information man haben will und bei wem man da anfragen muss. So, wenn man erstmal irgendwo anfragt, sind die zwar theoretisch rechtlich auch gehalten, einen da weiter zu vermitteln, und wenn man nicht genau sagen kann, was man braucht, müssen sie einem eigentlich auch sagen, was genau das ist. Eigentlich müssten sie auch öffentliche Aktenverzeichnisse führen, wobei ich nicht weiß, wie das in der Umsetzung, also ich habe noch keins von denen gesehen. Dazu wird Herr Dix was sagen können zur Nutzung des Informationsfreiheitsgesetzes und zu den Problemen. Eines davon ist ja, glaube ich, auch die, dass es Gebühren kostet, ja, und dass man nicht weiß, wie teuer es denn wirklich ist, wenn man dann sein Zeug hat, von dem man nicht mal weiß, ob es einfach springt. Ne? Das ist der nächste Punkt. Also das soll aber Herr Dix jetzt beantworten. Gut, also wir haben leider auch keine genauen Zahlen darüber, wie oft von dem Berliner Gesetz bisher Gebrauch gemacht worden ist, weil wir immer sozusagen nur die pathologischen Fälle auf den Tisch bekommen. Wir kriegen Beschwerden, die können wir zählen, wir haben aber keinen Überblick darüber, wie viel Bürger wirklich von dem Recht Gebrauch gemacht haben. Das ist so ein erster Kritikpunkt auch an dem Berliner Gesetz, dass nicht dieses hamburgischen Transparenzgesetz ist, die Verwaltungsbeamten runzeln dann immer die Stirn, wenn ich sowas sage, aber ich meine, wir brauchen wie in Nordamerika aussagekräftige Statistiken darüber, wie oft eigentlich von dem Recht Gebrauch gemacht wird. Das lässt sich eigentlich in der modernen Datenverarbeitung relativ schnell auch darstellen. Aber der Punkt der Gebühren ist wichtig. Gebühren sind natürlich, wir sprechen hier immerhin über ein Grundrecht. Und die Wahrnehmung dieses Grundrechts kostet Geld. Das kommt schon mal erstmal gar nicht gut. Die konsequente Forderung wäre deshalb, den Zugang zu Informationen kostenfrei zu machen. Das war bisher aber immer schwierig durchzusetzen. Im Grunde in keinem Bundesland, auch auf Bundesebene, ist das nicht durchsetzbar gewesen. Das zentrale Informationsregister, was es jetzt in Hamburg geben soll und in Bremen schon in Ansätzen gibt, ist ein erster Schritt hin zu kostenlosem Informationszugang, weil da kostet das Geld nichts, der Zugang nichts, wenn man sich das aus dem Netz lädt, die Informationen, die da drin stehen. Das ist sozusagen der wichtige Aspekt der Informationen als Bringschuld. Der Staat muss die Informationen zum Bürger bringen. Wenn man das einführt, sollte man aber bitte den klassischen Einsatz der Informationen als Hohlschuld, so wie die Informationsfreiheitsgesetze ihn regeln, nicht über Bord werfen, sondern beibehalten. Genau das macht das hamburgische Gesetz nämlich auch. Der Bürger soll nicht sich darauf verlassen müssen, es steht schon alles im Informationsregister drin, mehr muss ich nicht fragen, sondern jeder soll auch das Recht haben zu sagen, nee, jetzt will ich aber die Akte XY trotzdem nochmal mit eigenen Augen vor Ort sehen können. Also beides muss zusammenkommen, und das ist im Hamburger Gesetz sehr gut kombiniert. Herr Leidig, Sie wollten nochmal Hamburg loben. Ich wollte was dazu sagen. Wir haben uns natürlich auch überlegt, wie können wir diese Gebührenfrage knacken. Das war natürlich bei uns drin. Also das ist alles umsonst und darf gar nicht und so weiter und so weiter. Und dann hat uns jemand gesagt, wenn ihr das macht, dann endet die Volksgesetzgebung, weil die Gebührenordnung darf nicht durch Volksgesetzgebung geändert werden. Und das heißt also, wir haben diese Frage geopfert, um das durchzubekommen. Weil ist es ein Trick oder ist es notwendig, so eine Regelung? Verfassung. Also vielleicht kurz zur Erläuterung, ist in Berlin ähnlich, soweit ich weiß, dass bei Volksgesetzgebungsverfahren Gebührenordnung nicht, das ist überall im Bundesgebiet so, nicht Bestandteil dessen sein können. Deswegen konnten wir per Volksinitiative an den Gebühren selber nichts ändern. Aber Sie haben den Trick, wenn man so will, gemacht, dass Sie ganz, ganz viel aus dem Gebührenpflichtigen rausgenommen haben. Das Register selbst ist ja kostenlos, also aber es bleibt ein gebührenpflichtiger Teil. Also genau, es ist im Grunde zweigeteilt, dass wir das zweigeteilt haben. Es gibt die Möglichkeit, anonym und kostenlos in dem Register die bei uns aufgeführten Informationen abzurufen. Aber alles, was mit Anträgen verbunden ist, unterliegt nach wie vor diesen Gebühren. Das Einzige, was wir zusätzlich eingeführt haben, ist, dass bei höheren Gebühren es einen Kostenvoranschlag geben muss. Das heißt, niemand wird mehr böse überrascht, sondern bei sämtlichen Höhen war der Best. Sie lachen ein Stück weit mit Recht natürlich, weil ja, es macht es nicht wirklich viel besser, aber es war ein erster Schritt, mit dem man sagen kann, damit kann immerhin niemand mehr böse auf die Nase fallen, was Gebühren angeht. Gibt es da auch eine Höchstgrenze? Ich glaube, in Berlin liegt die bei 500 Euro, ne? Was ja schon die knackig ist. Sehr ähnlich. Also Berlin ist, also ich finde das in Berlin sehr schön geregelt. Man weiß im Grunde vor seinem Antrag nicht, ob man 500 Euro bezahlen muss. Und das ist in Hamburg sehr ähnlich. Also wir haben auch eine Höchstgrenze von 500 Euro immerhin dafür die Anfragen. Wobei es auch einen Fall gab, wo sie die Anfrage gesplittet haben in Hamburg, also wo sie wirklich eine Anfrage in zwei Teile gesetzt haben und sie jeweils mit 400 Euro belegen wollten. Ja.
Man muss aber fairerweise auch sagen, dass es in einer Vielzahl von Fällen auch um ganz kurze entweder Auskünfte oder Einsichten gibt, wo der Aufwand für die Verwaltung so minimal ist, dass das Erstellen eines Gebührenbescheides ein Vielfaches von dem kosten würde, was als Gebühr eingespielt werden kann. Da kann man es gleich sein lassen. Also es gibt viele Bagatellfälle, wo die Verwaltung nicht immer, aber doch erkennt, dass es sinnvoll ist, ganz auf eine Gebühr zu verzichten. Herr Weiß hatte eine Idee. Also ja, also wir würden auch entsprechend unseres Programms würden wir auch am liebsten auf die Gebühren ganz verzichten. Die sind auch relativ nutzlos in der Praxis, also außer damit, dass sie halt schon eine gewisse Abschreibungssumme haben. Ja, genau. Die Frage ist natürlich dann, ob man dafür eine Mehrheit findet, das wird mit der Vorgesetzgebung. Ja. Ansonsten ist natürlich der Schritt zu frei veröffentlichten Daten schon ein guter. Was ganz interessant ist, was die statistische Auswertung angeht, ich hatte eine kleine Anfrage von mir an den Senat, die halt genau diese statistische Abfrage macht, wie viele Anfragen Informationsfreiheit gibt es in den Behörden, da habe ich noch keine Antwort. Eine andere kleine Anfrage, gerade erwähnt, ist die nach Einnahmen, und das ist sehr interessant, weil zum Beispiel Einnahmen aus Gebühren nach Informationsfreiheitsgesetz bei den meisten Behörden dann bei einem zweistelligen Bereich liegen, also 15 Euro. In einem Jahr. So. Ausnahmen tatsächlich da, wo es um irgendwelche Umweltinformationen geht, die aber zum Beispiel nach dem Transparenzgesetz dann eh frei zur Verfügung stehen. Und die einzigen Stellen, deshalb fand ich auch die Aussage von ganz interessant, die einzigen Stellen, in denen das Land Berlin zumindest als Datenmakler wirklich Geld verdient, sind Geodaten, also Kartenmaterial und so weiter, und Meldedaten. Meldedaten sind natürlich nochmal ein Thema für sich, was jetzt nicht direkt was mit dem Transparenzgesetz zu tun hat. Das sind nämlich Geodaten so ungefähr 1 Million Euro im Jahr, Meldedaten 2 Millionen Euro im Jahr. So, Umsatz. Ich würde Herrn Dix, wenn Sie erlauben, noch mal gerne was fragen, nämlich was sind das für Probleme, die Sie auf den Tisch bekommen, qualitativer Art? Also worüber beschweren sich die Leute? Sind das irgendwie, jetzt um es plakativ zu machen, störrische Beamte oder irgendwie Schwierigkeiten, dann das Blatt Papier, was man haben wollte, zu kriegen? Was sind sozusagen, was sagen diese Problemfälle, die Sie ja behandeln und wo Sie ausgleichen müssen, wo Sie was lösen müssen über die Problematik der Sache und auch über das, was man im Gesetz regeln kann? Also interessanterweise bekommen wir kaum Fälle, wo Informationszugang mit Datenschutz kollidiert. Man denkt immer, das sei der Hauptkonfliktpunkt, ist aber in der Praxis nicht so. Sehr viel häufiger gibt es Konflikte mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Da treffen wirtschaftliche Interessen auf Geheimhaltung, auf das Informationsinteresse. Und da ist es ganz wichtig, dass anders als im Bundesinformationsfreiheitsgesetz, sowohl in Berlin als auch in Hamburg, klar geregelt ist, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind nicht unbedingt geschützt, sondern es muss eine Abwägung vorgenommen werden. Wenn das Informationsinteresse der Öffentlichkeit überwiegt, und das muss die Verwaltung entscheiden, das ist möglicherweise sogar justiziabel, das kann man auch gerichtlich klären lassen, wir können uns dazu äußern, der Informationszugangsbeauftragte, dann muss die Information rausgegeben werden, auch wenn es sich eigentlich um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse handelt. Da ist ausdrücklich im Berliner Gesetz geregelt, übrigens ein Punkt, der in Hamburg fehlt, vielleicht wurde der für selbstverständlich gehalten, dass Informationen über Gesundheitsgefährdungen sind generell nicht geheimhaltungsfähig. Das ist eine Konsequenz aus dem Seveso-Giftunfall, das ist seinerzeit bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen. Auch im Umweltinformationsrecht ist das anerkannt, solche Überschreitungen von Emissionsgrenzen, das kann kein Unternehmen geheim halten, das muss offengelegt werden. Und das Gleiche gilt für die Verwaltung. Gibt es denn in den Ämtern so eine Art Mentalitätswechsel in Richtung Bringschuld, dass das immer mehr verstehen, das ist eigentlich richtig, dass es in die Richtung geht und nicht, dass ich hier dicht mache und nichts verrate? Also da kann man jetzt wirklich keine pauschale Aussage machen. Man muss zunächst mal sagen, der erste Kulturschock war schon der Wechsel von der regelmäßigen Geheimhaltung in den preußischen Amtsstuben hin zur, der Bürger kann kommen und ohne einen Grund anzugeben, kann er sagen, ich will das jetzt aber mal sehen. Früher galt der Grundsatz, da kann ja jeder kommen, wo kommen wir denn da hin? Das haben wir noch nie so gemacht. Und das gilt jetzt eben nicht mehr. Das hat eine Weile gedauert und in manchen Verwaltungsstuben ist diese Erkenntnis immer noch nicht durchgedrungen. Jetzt kommt der nächste qualitative Schritt, den ich aber auch für nötig halte, dass man dazu kommt zu sagen, wir dürfen gar nicht warten, bis der Bürger kommt und fragt, sondern wir müssen ihm was anbieten. Wir müssen selber Informationen publizieren. Sowas gibt es auch in Redaktionen übrigens, dass man sagt, man hat es immer schon so gemacht, wirklich. Ich wollte die Hamburger nochmal fragen.
Wir haben jetzt ja nicht wirklich Kritiker hier des Transparenzgesetzes an Bord, deswegen muss ich jetzt das Teufelchen spielen. Ich vermute, dass aus Richtung IHK und anderen Wirtschaftsverbänden dann kommt, das ist ja ein Bürokratiemonster. Ich stelle mir vor, dass der Begriff öfter mal gefallen ist. Wer soll denn das alles scannen und schwärzen und hochladen und so und wollte den Apparat noch weiter aufblähen und wer soll das alles bezahlen? So in die Richtung stelle ich mir vor, gegen die Argumente. Ist das so und wie drangen die nicht durch oder warum haben sie trotzdem das so hingekriegt? Also natürlich kommen diese Argumente. Wir hatten in Hamburg die besondere Situation, dass Transparency, Regionalgruppe Hamburg, für die ich also stehe, versucht hat, die Handelskammer schon im April auf dieses Gesetzgebungsverfahren hinzuweisen. Aber die Gesprächspartner, meine Gesprächspartner, waren ein bisschen arrogant und sagten, also wir warten drauf, bis wir von Herrn Scholz damit beglückt werden und dann also zur Stellungnahme gebeten werden. Und das war dann ein bisschen unglücklich, dass also die Pressekonferenz am Vortag der Abstimmung war und dann am Abend der Geschäftsführer der Handelskammer Hamburg dann also einen richtig böse Pressemitteilung gemacht hat, also alles Mist und wo kommen wir denn da hin und dann endet ja in Hamburg jede Geschäftstätigkeit mit den Behörden und im Übrigen geht dann auch noch die Welt unter und ein paar Tage später habe ich dann mit ihm am Tisch gesessen und dann hat er gesagt, okay, wir haben das inzwischen mal genau gelesen, also die Welt geht nicht unter, aber wir sind nicht beteiligt worden. Es war unsere Dummheit, dass wir nicht beteiligt wurden. Und die Gespräche werden aber aufgenommen. Ich denke mal, die Argumentation ist da ein bisschen zwiespältig. Also auf der einen Seite gibt es natürlich viele Unternehmen, die lieber gerne so weitermachen wie bisher. Also wer macht das nicht? Und zweitens gibt es natürlich auf der anderen Seite auch viele Unternehmen, die durch solch ein Gesetz mit der Datenveröffentlichung mit Open Data auf einmal erst Chancen sehen. Und das gerade in einer Stadt wie Hamburg, das denke ich mal, da ist ein richtiges Potenzial. Das muss natürlich aufgezeigt werden, da müssen Ideen entwickelt werden. Und die Handelskammer ist sehr finanzkräftig, auch sehr mächtig, was solche Dinge betrifft. Also da habe ich eigentlich überhaupt keine Sorge, dass die da nicht da in die Puschen kommen. Doch nochmal, gibt es denn aber trotzdem, sagen wir mal, seriöse Schätzungen darüber, was es wirklich kostet? Ist denn das Argument irgendein, taucht das überhaupt gar nichts oder kann man sagen, es kostet wirklich mehr, wenn man, man muss ja aufbereiten, man muss ja irgendwie die Daten anders zur Verfügung haben, nicht wie bisher, man kann sie nicht in Papierform ins Internet stellen. Also die Parlamentarier haben sich darüber sehr viel Gedanken gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie also, dass die Mittel, die dafür notwendig sind, ohne gesonderte Beantragung im Etat hinkriegen, also aus irgendwelchen Reserven etc., wobei Ressourcen schon gearbeitet werden soll, das steht also im Gesetz. Und was wir besonders positiv empfinden, ist, dass die Initiative, die dieses Gesetz auf den Weg gebracht hat, ausdrücklich von den Behörden mit ihren Ressourcen, ihren Möglichkeiten genutzt werden soll. Also das heißt, wir sind auch weiterhin dabei, denn das fanden wir ganz toll. Herr Weiß, Sie begehren das Mikrofon. Ja, vielleicht auch noch was, irgendwie sowas zu diesem Kostenargument so aus auch Berliner Sicht zu sagen. Also ich meine, die eine Sache ist ja die Dokumente irgendwie zur Verfügung zu stellen und so weiter. Der Aufwand, der ist ja schon nach dem jetzigen Informationsfreiheitsgesetz, nach dem Anspruch. Also der Anspruch ist ja jetzt schon da in den einzelnen Stellen. Das wird jetzt im Transparenzgesetz noch auf ein paar mehr Stellen erweitert. Das ist jetzt ein Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen hatten, aber das wäre jetzt nicht der Punkt. Dann die veröffentlichungspflichtigen Sachen sind zum größten Teil Dinge, die sowieso schon in veröffentlichbarer Form vorliegen. So irgendwelche Gutachten oder Pläne oder Protokolle. Da ist der Verwaltungsaufwand ziemlich begrenzt. Der Betrieb so eines Registers ist auch überschaubar, zumal wir in Berlin eh schon ein politisches Commitment haben, eine Open Data Plattform zu betreiben, die man natürlich sinnvollerweise irgendwie ineinander führen würde in dem Fall.
Und dann gibt es halt eben noch das Argument der entgangenen Kosten, das habe ich ja eben schon gesagt, das wäre zwar bei den Geodaten zum Beispiel relevant, wenn es auch jetzt im überschaubaren Bereich ist, aber da gilt halt auch das, diese Daten werden ja deshalb verkauft, weil sie einen volkswirtschaftlichen, also einen Wert haben, weil sie einen volkswirtschaftlichen Nutzen generieren, den man auch gerne haben will und der auch den Preis, für den man im Moment verkauft, übersteigt. Und wenn man diese Hürde weglässt und die einfach frei zur Verfügung steht, dann ist da auch einfach ein potenziell viel größerer volkswirtschaftlicher Nutzen und natürlich auch eine größere Chance jetzt gerade für entweder irgendwie kleinere kommerzielle oder halt komplett nicht kommerzielle Projekte, die sowas nutzen wollen, gerade bei Geodaten. Also ein ganz schönes Beispiel ist da Österreich, die haben 2006 ihre Geodaten zwar nicht freigegeben, aber ihr Gebührenverzeichnis geändert und die Gebühren da radikal gekürzt, teilweise um 97%. Und die haben inzwischen schon wieder so viele Einnahmen durch Geodaten wie 2006. Einfach weil es viel mehr Kunden gibt. So. Wenn man in Berlin in der Senatskanzlei anruft und sagt, in Hamburg gibt es ein Transparenzgesetz, braucht Berlin das nicht auch, Herr Senatssprecher? Dann heißt es, ab Berlin, also ich bitte Sie, haben wir schon längst Open Data Plattform, wir sind auf gutem Wege, glauben Sie mir, das wird was und die Richtung stimmt. Stimmt die Richtung? Also mit anderen Worten, die Open Data Plattform in Berlin, die es gibt, da sind ja ein paar Sachen drin. Taugt die was? Was ist die? Können Sie die mal qualifizieren, bitte? Also die Open Data Plattform, die es in Berlin gibt, ist noch nicht, also es gibt, was es im Moment gibt, was es im Moment gibt, ist ein schönes Bild davon, wie so eine Open Data Plattform aussehen könnte. Also es gibt eine Plattform, auf der sind auch Daten, die sind so quasi so auf freiwilliger Basis so von interessierten Stellen eingestellt innerhalb der Verwaltung. Es gibt es gibt noch keinen Regelbetrieb, der Regelbetrieb soll kommen demnächst. Es gibt keine rechtliche Grundlage, auf der das passiert. Es gibt halt insbesondere keine Vorgabe, was für Daten in dieser Plattform veröffentlicht werden sollen. Das heißt, im Moment ist es halt irgendwie so eine schöne Sache und eine schöne Idee. Es gibt auch die Open Data Strategie, also eine Studie, die noch der letzte Senat in Auftrag gegeben hat, wo sehr viele schöne Dinge drinstehen, die man in der Richtung verfolgen sollte. Im Moment ist noch unklar, was genau auf dieser Grundlage passieren wird. Das heißt, es ist alles noch ein bisschen vage. Aber vorstellbar wäre schon, dass dieses Portal sozusagen der Eingang wäre für ein Berliner Register, oder? Ja, es ist ja auch im Hamburger Transparenzgesetz explizit aufgeführt, dass dieses Informationsregister nicht nur irgendwie für die Informationen reserviert ist, die da im Gesetz stehen, sondern halt eine Plattform ist, wo alle veröffentlichten Informationen des Staats irgendwie Eingang finden können. Das ist ja natürlich auch letztendlich zwei verschiedene Sichtweisen auf das gleiche Angebot. Also gleich noch, aber noch bitte eine Ergänzung vielleicht noch, weil wegen diesem, das haben wir alles schon. Was es in Berlin tatsächlich gibt, das wurde ja auch schon angesprochen, ist die Vertragsveröffentlichungspflicht, die ja nach dem Volksentscheid mit den Wasserbetrieben, mit der Privatisierung der Wasserbetriebe eingeführt wurde. Das ist also nicht das, was im Volksentscheid, nicht der Volksentscheid selbst, sondern die damit einhergehende Änderung des Informationsfreiheitsgesetzes. Ich kann folgen. Ja, die ist quasi der Versuch, diese Volksentscheid in eine allgemeine Form zu bringen und dabei aber so wenig wie möglich zu erfassen, gewissermaßen. Also es geht da spezifisch um Verträge, die Aufgaben der Daseinsvorsorge übertragen, was sich auch im Hamburger Transparenzgesetz findet, da aber nicht abschließend ist, sondern auch noch andere Verträge von öffentlichem Interesse. Allerdings steht im Berliner Gesetz nicht Daseinsvorsorge, sondern es sind bestimmte Bereiche aufgezählt. Interessant ist, wenn man das vergleicht mit dem, was im Transparenzgesetz steht, was dann zum Beispiel in Berlin fehlt, ist die Wohnungswirtschaft. Was fehlt, ist der Bildungs- und Kulturbereich. Da gibt es keine Veröffentlichungspflichten. Und dann gibt es also noch viel zu tun. Das ist gut. Ich will noch mal vielleicht eine naive Datenfrage stellen. So ein Riesenhaufen Daten ist ja noch nicht unbedingt transparent. Man muss den ja irgendwie durchsuchbar machen. Das reicht, glaube ich, auch nicht, dass man ein Suchwort eingeben kann. Gibt es irgendeine Form von Grundidee, wie man sowas übersichtlich hält, dass es auch wirklich benutzerfreundlich ist? Ja, also da kann man ein ganz schönes Beispiel bringen. Ein Telefonbuch enthält einen Riesenwulst an Daten. Und mit diesem Wulst an Daten, davon braucht man 99% nicht. Aber wenn ich eine Telefonnummer brauche, dann habe ich eine Sortierung, nach der ich weiß, wo finde ich das, was ich gerade suche.
Und das ist genau das, was ich in einem solchen Register auch erwarte. Sie schlagen eine alphabetische Sortierung vor, genial. Ich glaube, wir haben zum Beispiel erstmal ein Telefonbuch für Berlin und eins für andere Regionen auch. Also ich glaube, das wäre schon ein erster Schritt, dass man sagt, man sortiert das Ganze nach Systemen. Es gibt ein sehr schönes Register in der Slowakei, wo sie sämtliche Verträge, auch 0-Euro-Verträge, im Internet veröffentlichen müssen. Anti-Corruption Act ist das Gesetz dahinter, das eben aus Antikorruptionsgründen das Ganze verpflichtet. Und da kann man suchen nach vertragsschließender Behörde, Vertragspartner, Vertragshöhe. Da kann man sich jetzt nach Vertragshöhe sortieren lassen, man kann es sich nach Datum sortieren lassen. Und das ist ein Riesenwulst an Daten, den man aber relativ leicht, glaube ich, aufwerten kann. Und es ist gut, wenn man da eben, ganz kurz den Gedanken, eine zentrale Anlaufstelle wirklich hat, wo man den Menschen wirklich alles anbietet. Ich frage eigentlich nach diesem Wiki-Problem. Ne? Ich habe alles irgendwie im Internet und so, nur ich habe es da und da versteckt und keiner findet es. Ja. Also das, das ist tatsächlich was, was auch beim Transparenzgesetz insofern ganz gut ist, als da auch die Veröffentlichungspflicht relativ genau beschrieben ist. Da stehen halt solche Sachen drin, wie die Informationen sollen dort maschinenlesbar zur Verfügung stehen. Das bedeutet schon mal auch automatisch durchsuchbar und nach eigenen Kriterien volltextdurchsuchbar, nach eigenen Kriterien filterbar und kategorisierbar, logischerweise. Und die veröffentlichten Daten stehen, also die veröffentlichten Daten sollen auch zur freien Weiterverwendung und Weiterverarbeitung zur Verfügung stehen. Das heißt halt, dass quasi dann auch jeder damit irgendwie machen kann, was er will oder irgendwie eigene Indizes oder eigene Organisationsschema oder eigene Dinge irgendwie raussuchen, was ja auch so der Open-Data-Ansatz ist, dass man halt die Rohdaten zur Verfügung stellt in irgendwie einem maschinenlesbaren oder Format und dann jeder auch darauf arbeiten kann. Das kann ich einfach direkt mal fragen, was mir jetzt noch aufgefallen war, ist, dass diese Weiterverwendungserlaubnis im Transparenzgesetz nur für die veröffentlichten, aber nicht für die auskunftspflichtbezogenen Daten festgehalten ist. Ich habe das nicht verstanden. Also das ist so im Sinne von wenn ich jetzt irgendwas ins Informationsregister veröffentlicht habe, dann kann ich das da rausnehmen und damit machen, was ich will oder irgendwie auch auf mein eigenes irgendwie irgendwo anders hinpacken, veröffentlichen, weiterverwenden, ja? Genau, oder halt irgendwie so Analysen drauf machen. Das ist nämlich zum Beispiel auch ein Problem der Informationsfreiheitsgesetzgebung, wenn ich jetzt irgendwie eine Auskunft verlange und die wird mir positiv beschieden, dann kriege ich so ein Dokument, kriege aber gleichzeitig gesagt, sie dürfen dieses Dokument nicht veröffentlichen. Also jetzt akutes Beispiel, jetzt gerade vor kurzem die Gästeliste für die Geburtstagsfeier von Herrn Ackermann. Da wurde eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz, also bei Frau Merkel, ne, da wurde eine Informationsfreiheitsanfrage positiv beantwortet, aber gleichzeitig mit der Maßgabe, sie dürfen diese Information, also sie dürfen diese Liste nicht veröffentlichen. So. Schlecht. Das wird sich ändern. Ich schlage jetzt vor, dass wir Folgendes machen, dass wir nämlich abstimmen darüber, ob wir die Diskussion öffnen wollen. Wir üben nochmal, ja? Also, die Gelb war gewesen, Moment, Gelb war glaube ich Ja, stimmt das? Genau, unbedingt schnellstmöglich auf jeden Fall. Einfach, also beim nächsten Mal bitte einfach Ja draufschreiben für Moderatoren, weil sonst kriegen wir gar nichts. Blau ist... habe ich jetzt keine Zeit. Blau ist Nein. Also, wollen wir die Debatte öffnen? Wollen Sie Fragen stellen an die jungen Menschen hier vorne und mehr wissen, als was wir bis jetzt besprochen haben? Ja oder Nein? Ich sehe 3-0, zwei Neins. Die Herren, verlassen bitte sofort das Schiff. Augenblick. Genau. Nein, dann machen wir das. Das hätte ich sowieso jetzt vorgeschlagen, aber ich will es nicht durchsetzen, sondern ich möchte, dass es alle wollen oder dass es mehrheitlich abgestimmt wird. Oder? Genau. Ja, das ist ja schon besser als beim ersten Mal gewesen. Dann, wenn ich es richtig sehe, ist da vorne ein Mikrofon in der Mitte des Ganges. Da kann man hingehen und hineinsprechen, Fragen stellen. Ich empfehle grundsätzlich, wie immer bei solchen Sachen, bitte keine Co-Referate, sondern kurze, präzise Fragen. Und toll wäre auch, wenn sich der oder diejenige, die sich dorthin stellt, kurz vorstellen könnte, also mit Namen. Das bleibt natürlich unter uns dann. Der war gut. Ja, jetzt haben wir, ich habe ja ungefähr 20 gelbe Karten gesehen, aber keiner hat eine Frage. Bitte mal auftreten. Hallo. Hallo Stefan Wehrmeier von fragdenstaat.de. Also, wer sind Sie? Achso. Kleinen Moment. Hallo, hallo. Hallo, Stefan Wehrmeier von fragdenstaat.de. In Hamburg hat das ja geklappt durch die Volksinitiative. Die Piraten sind ja in der Opposition. Wenn man jetzt dann ein Gesetz einbringt, dann wird das garantiert eigentlich abgelehnt, einfach nur aus Prinzip. Und in Berlin könnte das vielleicht auch klappen mit einem Volksbegehren.
Vielleicht ist das der, also wie wollten wir dieses Transparenzgesetz in Berlin wirklich zustande bringen? Ja? Über die Senatsebene oder halt über Volksbegehren? Was sind da die Pläne, die realistischen? Herr Steigburg, antworten Sie einfach direkt drauf. Ja. Klar, also ja, die realistischen Pläne. Also die realistischen Pläne sind, es jetzt zumindest mal zu versuchen. Nicht, indem man einfach einen Antrag ins Parlament einbringt, weil der wird tatsächlich aus Ritualgründen, muss der abgelehnt werden, wenn er von der Opposition kommt. Also es ist tatsächlich, also ich übertreibe gerade nicht im geringsten, für die, die das nicht aus erster Anschauung kennen, der muss abgelehnt werden. Und wenn man es dadurch macht, dass man einen wortgleichen eigenen Antrag stellt. Wir werden halt, wenn wir einen Entwurf haben, werden wir halt, wie gesagt, auf andere Fraktionen, auf die anderen Fraktionen zugehen. Und gut, wenn das über diesen Weg nicht klappt, dann steht natürlich der Weg eines Volksbegehrens, eines Volksentscheids immer noch offen. So. Dann kann man halt da reingehen und sagen, okay, hat halt nicht funktioniert. So, dann könnte man sich halt im Wesentlichen, was man sich halt sparen kann im Vergleich zu Hamburg, ist halt die Volksinitiative. Weil in dem Sinne, als die Volksinitiative ja nicht mehr macht, als ein Anliegen ins Parlament einzubringen und zu fragen, wie sollen sie. Naja. Da haben wir unterschiedliche Volksgesetze. Da funktioniert die Volksgesetzgebung in Hamburg ein bisschen anders. Das heißt, hier Volksinitiativen nennt sich an der Antrag auch Volksbegehren. Okay, Entschuldigung, das waren wir jetzt tatsächlich. Okay. Einfach weiter im Text. Okay. Genau, das heißt, wir würden jetzt halt erstmal so in der Form ins Parlament einbringen. Gut, wenn es da keine Resonanz findet, müssen wir es wahrscheinlich auch müssen gucken, ob man es überhaupt stellt oder ob man gleich in Volksbegehren eingeht. Aber Volksbegehren ist natürlich eine Option. So. Hätte natürlich auch den Vorteil, dass man dann auch gleich schon mal etwas freier darin wäre, den Wunschzettel aufzumachen. So. Gibt es denn irgendwo Berliner Initiativen? Weiß davon jemand? Ich zum Beispiel nicht, aber gibt es irgendwo Volksbewegungsinitiativen, die sich fährt hier gerade auf dem Schiff, genau, ja, gut, ist noch ein bisschen geschlossen, aber es könnte der Anfang eines großen Glückes sein. Möchten noch mehr Menschen ins Mikrofon Fragen stellen? Achso, ja, bitte. Sag halt, ja, parallel, man kann das auch parallel machen, natürlich kann man mit so einer Volksbegehren kann man natürlich erst dann anfangen, wenn man einen möglichen Entwurf hat, von dem man sicher ist, dass es der Entwurf ist, den man haben will. So. In dem Punkt sind wir halt im Moment noch nicht, wo wir an dem Punkt sind, ist der Entwurf auch öffentlich und dann kann man natürlich diskutieren, ob man einen Volksbegehren macht. Da will man natürlich irgendwie auch mit verschiedenen Bündnispartnern gucken, wenn die das gerne machen wollen. Also ich meine, wir sind halt auch nur, uns gehört das Ding nicht. Also so, Herr Delius, bereiten Sie eine Frage vor, oder? Sehr gut. Sehr gut. Okay, genau. Jetzt ist es leichter, Fragen zu stellen, weil man das Mikrofon gereicht bekommt. Ich bitte um Beiträge, sonst machen wir hier vorne weiter, gnadenlos. Da. Ich habe eine Frage. Mein Name ist Matthias Schindler, ich arbeite bei Wikimedia Deutschland und wir sind gerade dienstlich ein bisschen mit der Public Sector Information Direktive der Europäischen Kommission betraut und stellen dort fest, dass einer der Knackpunkte die Frage ist, inwieweit sich Auskunfts- oder Bereitstellungspflichten von Informationen nicht nur auf staatliche Einrichtungen erstrecken, sondern eben auch auf Einrichtungen, die zum Beispiel zu 100% in staatlichem Besitz sind, staatliche GmbHs oder auch Bibliotheken oder irgendwelche Kultureinrichtungen, die auch 100% staatlich gefördert sind. Gibt es da bei euch irgendwelche Interessenlagen, zum Beispiel auch Informationsfreiheitsgesetzgebung, eben auch auf solche parastaatlichen Entitäten zu erstrecken? Vielleicht können wir mal klären, wie das in Hamburg geregelt ist, denn da gibt es, glaube ich, eine Regelung, ne? Also wir haben in Hamburg da eine sehr weitgehende Regelung und die würde ich mal so umschreiben. Das Gesetz ist zwar verkündet, aber die meisten Institutionen, die da drunter fallen, wissen noch gar nichts davon. Also um das vielleicht ein bisschen auszuführen, wer da alles runterfällt. Bei einigen wissen wir es vielleicht auch noch nicht. Also wir haben. Also mich würde interessieren, ob zum Beispiel ein Vattenfall darunter fällt. Vattenfall ist ja nicht der. Also ist ein Grundversorger in Hamburg, aber ist ja, wie wir wissen, nicht landeseigen, sondern oder jedenfalls nicht staatseigen Deutschland, sondern staatseigen Schweden. Sodass es irgendwie schwierig ist im Bereich der Daseinsvorsorge, ja, zählen Sie dazu, aber was die Kontrolle des Landes angeht, naja, Fachaufsicht gibt es wahrscheinlich, ne? Also wissen Sie nicht, ob Vattenfall jetzt auch alles rausrücken muss. Also Vattenfall ist auskunftspflichtig, das heißt auf Antrag.
so weit und so lange sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Das heißt, wenn Vattenfall anfängt, irgendwie, keine Ahnung, was die alles in ihrem Unternehmen tun, das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Man muss sich auch nicht über alles Gedanken machen. So weit und so lange sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen, und da gehört die Energieversorgung natürlich mit den Netzen und allem drum und dran definitiv dazu, so lange sind sie auskunftspflichtig. Da, die Unterscheidung also auf ist... Auf Antrag heißt das, ne? Auf Antrag, genau. Nicht im Register. Also klassisch IFG-Recht im Grunde. Der Unterschied wäre dann, wenn sie der öffentlichen Kontrolle unterliegen, sprich, das ist zum Beispiel über die Mehrheit des Stammkapitals, über eine Mehrheit der Aufsichtsratsmandate oder auch über einen Kontrahierungszwang. Das heißt, ein Mitgliedszwang, wie er zum Beispiel bei der Handelskammer besteht, wie aber auch bei allen Asten über die verfasste Studierendenschaft besteht, diese sind sie ebenfalls allesamt auskunftspflichtig. Und das betrifft auch jeden Abschleppunternehmer, der ja qua Vertrag mit der Stadt das Recht hat, jedes Auto abzuschleppen und dafür eine Gebühr zu ernehmen. Da gibt es den sogenannten Kontrahierungszwang. Die sind allesamt auskunftspflichtig. Und das ist die Unterscheidung, die wir gemacht haben, dass alle, die der Kontrolle unterliegen, sind auskunftspflichtig, die dies nicht tun, aber trotzdem öffentliche Aufgaben wahrnehmen, bei denen kann das Ganze auf Antrag geschehen. Aber jetzt komme ich mit den Begriffen ein ganz klein bisschen durch. Ja? Achso, Entschuldigung. Ja, wir fahren mal im Publikum. Richtig, sehr gut. Entschuldigung, bitte kann ich mal ganz kurz mal zwischensprechen hier vorne. Wir haben hier den U-Bahn-Hafen erreicht und haben hier die Möglichkeit jetzt anzulegen. Möchte jemand von Ihnen runter? Ansonsten hätten wir die Möglichkeit in einer halben, dreiviertel Stunde wieder anzulegen in Charlottenburg. Da haben wir wieder diese Kärtchen. Wer möchte denn runter? Gelbes Kärtchen, das wäre ja. Blaues nein. Genau, also wer möchte runter? Also, gelb ja, wer, nein, keiner möchte runter oder ich möchte nicht runter, blau. Ich lerne es noch heute. Keine gelben Karten. Können wir weiterfahren? Sagen, konsequent. Fahren wir weiter, keine Karten, nicht, gut, okay. Sehr gut. Gelbe Karten, was noch? Eine rote kriege ich jetzt ja noch. Okay. Steuermann, was die macht, sehr gut. Also. Gut, was? Ja, bitte. Ich wollte zu dem Thema auch einhaken, was du gerade gesagt hattest bezüglich staatliche oder staatlich kontrollierte Institutionen. Sagen Sie noch kurz, wer Sie sind, bitte. Matthias Schrade, ich bin Bundesvorstand beim Piraten. Was ist denn mit der HSH Nordbank? Beziehungsweise generell, wie sieht es mit Landesbanken aus oder auch den, das ist ja über eine Schachtelkonstruktion in der Regel über die Sparkassenverbände geregelt. Sind die dann auch auskunftspflichtig und wenn ja, in welchem Umfang? Die HSH Nordbank fällt unter die Auskunftspflicht, soweit ich weiß, aber eben nicht unter die Veröffentlichungspflicht, weil durch das Stammkapital im Rahmen der Bürgschaften dieser wunderbaren Finanzkrise der Stadt Hamburg nur 20% sind es, glaube ich. Da würde ich mich jetzt auf die Zahlen nicht festlegen, aber es sind definitiv deutlich unter 50%, die der Freien Hansestadt Hamburg gehören und damit fallen sie eben nicht unter die Auskunftspflicht. Und das war zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich bis heute juristisch nicht ganz genau verstanden habe, warum man da unterscheiden muss, aber weise Verfassungsrechtler haben gesagt, man müsse das tun und ich finde es ein Stück weit auch plausibel, dass man sagen kann, wir wollen Private nicht zu stark einschränken. Da muss man eben dann doch die Unterscheidung machen zwischen wirklich staatlichen Institutionen, bei denen wir aus demokratischer Perspektive einen verstärkten eine Kontrollpflicht haben und eben nicht staatlichen Organisationen. Ja, bitte. Ich meine, dass Hamburg nur 20% gehören, dank der Probleme, die die HSH Nordbank hat, ist ja schön. Aber ich meine, die andere Hälfte gehört ja quasi dann im Land Schleswig-Holstein. Wie wäre es denn jetzt, wenn dort auch ein Informationsfreiheitsgesetz bestehen würde? Weil in Summe kommen die über 20%. Also ein IFG haben sie in Schleswig-Holstein, aber das sieht solche Veröffentlichungspflicht ja grundsätzlich nicht vor. Auch wenn es an anderen Stellen ist, das IFG Schleswig-Holstein gar nicht schlecht. Das muss man auch dazu sagen. Aber eine Veröffentlichungspflicht haben sie nicht. Ich will noch mal prinzipiell auch was dazu sagen. Die Diskussion zeigt ja, dass wir hier im Grunde an einer künstlichen Unterscheidung entlang argumentieren. Die klassischen Informationsfreiheitsgesetze übrigens weltweit sind immer auf die öffentliche Verwaltung beschränkt. Der Staat ist dazu verpflichtet, dem Bürger Informationen zur Verfügung zu stellen. So ist es eigentlich weltweit, sogar in den USA mit einer sehr langen Geschichte, Freedom of Information. Aber das ist aus meiner Sicht ein Zustand, der geändert werden muss und der sich mittelfristig auch ändern wird. Es gibt im Moment allerdings weltweit nur ein einziges Land, in dem auch private Unternehmen verpflichtet sind, Informationen offenzulegen, unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist nur, dass die Republik Südafrika erstaunlicherweise. Kein anderes Land auf der Welt hat sowas. Aber das, was wir in Hamburg und Berlin im Moment sehen, das sind erste Entwicklungen in diese Richtung. Da werden zum Beispiel Unternehmen, die mit dem Staat Verträge schließen über Grundversorgung, die werden verpflichtet,
diese Verträge offen zu legen. Die können nicht sagen, nee, mit dem Staat, mit dem Senat von Hamburg oder von Berlin schließe ich keinen Vertrag, weil da muss ich alles offenlegen. Das geht nicht. In Estland wird jedem Unternehmen klargemacht, wenn es mit der Regierung einen Vertrag schließen will, irgendwas liefern will, dann muss es akzeptieren, dass dieser Vertrag offengelegt wird. Der muss gar kein Vertrag der Grundversorgung sein, sondern alle Verträge, die mit dem Staat geschlossen werden, müssen offengelegt werden. In diese Richtung muss die Entwicklung weitergehen. Und das alles kann man nicht abwehren mit dem Argument, nur der Staat sei zur Transparenz verpflichtet. Das ist zu kurzsichtig. Das ist aber die traditionelle Sichtweise, muss man wissen, auch der Informationsfreiheitsgesetze. Mhm. Noch mehr Fragen aus dem Publikum. Ein bisschen auf das Kabel, das ist sehr nett, Dankeschön. Ja, Michael Effler vom Bundesverband und Landesverband Berlin-Brandenburg von Mehr Demokratie. Wir haben auch jetzt gesagt im Landesverband, dass wir uns mit dem Thema Transparenzgesetz beschäftigen wollen. Nicht nur, weil unsere Hamburger da mal wieder vorgeprescht sind, sondern weil es natürlich ein sehr spannendes Thema ist. Ich bin allerdings noch nicht so ganz hundertprozentig überzeugt, dass sich die Situation in Berlin vergleichen lässt mit der in Hamburg. Ähnlich wie beim Wahlrecht ein bisschen, was wir jetzt nicht behandeln wollen. Weil wenn ich die Ausgangssituation betrachte, das hat der Dix ja vorhin auch geschildert, ist es doch so, dass Hamburg gerade spät angefangen ist, ein Informationsfreiheitsgesetz zu beschließen, den Beauftragten erst seit ein paar Jahren hat und das Gesetz sowieso relativ schlecht war. Und wir in Berlin haben doch, finde ich, eine deutlich andere Ausgangsposition. Das IFG gibt es schon sehr lange hier. Es ist verbessert worden, übrigens schon vor dem Volksentscheid zum Wasser, aber im Zuge des Volksbegehrens, insofern war es schon richtig. Und da ist die Frage, ob es wirklich so eine ähnliche Mobilisierung auch in Berlin geben kann, wo die Ausgangsposition deutlich besser ist. Da würde mich auch vielleicht die Position von Herrn Dix nochmal interessieren, ob Sie wirklich glauben, dass man so eine Mobilisierung, also wenn wir jetzt potenziell über ein Volksbegehren reden, potenziell sage ich ganz bewusst dazu, dass man das tatsächlich in Berlin auch so hinbekommen könnte. Dann vielleicht an Daniel nochmal die Frage oder an Herrn Leilig. Wie habt ihr das mit den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gemacht? Wir haben hier in Berlin ja schon, glaube ich, eine einigermaßen gute Regelung, diese Abwägung, die ja schon ganz weit geht. Habt ihr eigentlich was geändert überhaupt in Hamburg? Oder haben wir das schon besprochen? Ich weiß es nicht genau. Würde mich nochmal interessieren, ob ihr da auch noch keinen Quantensprung, aber einen Paradigmenwechsel oder den Punkt erreicht habt. Ich schlage folgende Antwortreihenfolge vor. Herr Dix, dann Herr Weiß und dann die Fragen an die Hamburger, die merken sich die spezielle Frage. Bitte. Also ich würde sagen, es ist richtig beschrieben, dass das Berliner Informationsfreiheitsgesetz moderne Elemente enthält. Das enthält auch schon Ansätze für Informationen als Bringschuld, die aber sehr stark beschränkt sind. Mir gehen sie nicht weit genug. Im Übrigen hat das Berliner Gesetz eindeutig Elemente, die vorsintflutlich sind, sage ich mal. Die Fixiertheit auf Akten. Das Berliner Informationsfreiheitsgesetz setzt eine Akte voraus. Wir haben vergeblich uns dafür eingesetzt, dass der regierende Bürgermeister seinen Terminkalender offenlegen soll. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg war leider der Auffassung, das sei nicht so, weil der Terminkalender von Herrn Wowereit keine Akte sei. Diese Herangehensweise ist wirklich keinem normalen Menschen nahezubringen. Deshalb ist ein Umstellen des Transparenzgedankens auf Informationen und weg von dieser ärmelschonerischen Aktenmentalität ist dringend erforderlich. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dafür auch ein Mobilisierungspotenzial in Berlin vorhanden ist. Einmal weitergeben. Danke. Also zu der Frage mit der Mobilisierung. Also so ein Mobilisierungspotenzial ist bei dem Thema ganz klar vorhanden. Und das sieht man ganz gut daran, dass wir diese Mobilisierung zu genau dem Thema hatten bei den Wasserverträgen. Genau genommen, ja, also... Nur dazu, Rekommunalisierung. Ja, aber das hängt ja auch damit drin. Also das sind ja nicht nur, das ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur Wasserverträge, das sind ja auch im Bereich der Wohnungswirtschaft und so weiter, das sind ja viele Themen, die da dran hängen. Oder auch der Flughafen. Die Flughafengesellschaft ist ja auch so ein Konstrukt, was halt irgendwie keine Behörde ist, aber halt eigentlich schon im staatlichen, unter staatlicher Aufsicht, im staatlichen Auftrag öffentliche Aufgaben wahrnimmt. Da kann schon anknüpfen, was halt die Sache angeht. Naja gut, Hamburg war halt irgendwie nicht so weit und wir haben halt eigentlich schon etwas Fortschrittlicheres, aber ich wäre halt auch nicht irgendwie geneigt, jetzt irgendwie zu sagen, naja, Berlin ist ja eigentlich immer noch so eines der besten Informationsfreiheitsgesetze. 5 Bundesländer haben noch gar keins und eigentlich sind ja nur Bremen und Hamburg wirklich viel besser. Ja, da warten wir doch nochmal irgendwie 10 Jahre, bis wir uns irgendwie nochmal machen. Also das, Entschuldigung, jetzt ist jetzt ein bisschen böse karikiert, aber...
Da darf ich gleich nochmal antworten. Aber wir haben, glaube ich, noch die Frage nach den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, in welchem Umfang die noch geschützt sind und in welchem nicht. Ich möchte noch ein Wort zur Mobilisierung nachschieben. Wir haben in Hamburg natürlich es relativ leicht, wenn Sie in Hamburg eine Information, also zum Informationsfreiheitsgesetz eine Unterschrift haben wollten. Die Kollegen von Mehr Demokratie und Chaos Computer Club und Piraten haben das also in großem Umfang gemacht. Dann brauchten Sie eigentlich immer nur sagen, wollen Sie, dass nochmal sowas wie die Elbphilharmonie passiert? Wenn man bei sachlicher Betrachtung wird natürlich dieses Bauwerk dadurch nicht zurückgebaut oder irgendwas. Aber da haben wir auch den Zusammenhang. Aber solche Beispiele gibt es vielleicht in Berlin auch. Kann ich mich erinnern? Nein. Aber Herr Delius, haben Sie so gesagt, möglicherweise. Ja. Aber zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, wie auch zu einigen anderen Punkten, die Juristen, die uns begleitet haben, haben an vielen Stellen gesagt, dies ist letztlich geklärt durch das Bundesverfassungsgericht oder durch dies oder jenes. Guckt euch das an, schreibt das ab. So, das ist eigentlich bei sowas immer der beste Weg. Also nicht etwas da besser machen wollen als das Bundesverfassungsgericht. Da beißt man sich eigentlich nur die Zähne aus, abkupfern, reinsetzen und dann sich auf die anderen wichtigen Dinge konzentrieren. So, wir haben neue Fragen. Im Übrigen ein Beispiel für so ein Argument haben wir in Berlin auch. Also die Flughafengesellschaft war schon ein schönes Beispiel, die gehört zu 37% im Land Berlin und trotz Abwägungsfrage hören Sie von Herrn Schwarz auch nicht, dass er mal nachguckt, ob er das veröffentlichen kann, was man da anfragt und so. Hier war eine Frage. Gerhard Guldner, ich arbeite für Transparency International, unterscheide mich aber von Herrn Leilich dadurch, dass er, es passt ansonsten natürlich wieder kein Blatt Papier zwischen uns, er arbeitet für die Regionalgruppe und ich arbeite für die Fachgruppe Informationsfreiheit, und zwar für die nördliche Hälfte, also für jene Hälfte, die auf mehr Informationsfreiheitsgesetze zurückgreifen kann, weil ja der Mangel an solchen Gesetzen vorwiegend im Süden zu Hause ist. Ich wollte bei allem Optimismus und bei aller Begeisterung für ein Berliner Transparenzgesetz das abschreckende Beispiel hier präsentieren. Und zwar ist das das Bundesinformationsfreiheitsgesetz, das ja doch deutliche Signaleffekte setzt. Wenn wir beobachten, dass dort natürlich das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis faktisch absolut gesetzt wird und dass das sehr merkwürdige Merkmal, es darf keinen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand auslösen, dass dieses Merkmal, ich glaube in Paragraphen 3 Bundes-EFG sitzt, dann wird einem da ganz schwindlig. Und wenn vor diesem Hintergrund auch noch ein Evaluationsbericht ansteht, von dem man, also ich habe die Gelegenheit gehabt, da reinzugucken, da stehen sehr zurückhaltende Dinge drin. Was ich sagen will damit ist, negativ und abschreckend sollten wir auf das Bundesgesetz gucken. Ganz nebenbei Baden-Württemberg, eine grün-rote Regierung, hat ihre Entscheidung über das Informationsfreiheitsgesetz von dem Evaluationsbericht über den Bund abhängig gemacht. Eine sehr merkwürdige Struktur. Also wir sollten vorsichtig dorthin gucken, was passiert auf der Bundesebene. Ich empfinde diesen Evaluationsbericht als reine Bedrohung, offen gesagt. Und wir sollten, wie es Herr Dix ja schon angedeutet hat, bewundernd und als Vorbild nach Estland, Schweden und Finnland gucken. In Schweden begann die Sache 1766. Ich bin privat relativ deutlich mit Schweden und Finnland verwandt, sodass ich das immer als leuchtendes Beispiel präsentieren kann. Damit es vor dem Hintergrund dieses wirklich schlimmen Bundesinformationsgesetzes, dass mein Beitrag nicht so negativ klingt. Sehr schön. Angaben, Rhythmus und Wurz, Sie haben Transparenz im Blut. Gibt es noch mehr Fragen im Publikum, bitte? Mein Name ist Maria Schröder von der Open Knowledge Foundation Deutschland. Wir sind eine NGO, die sich für offene Daten und freies Wissen einsetzt. Und ich wollte einfach anregen bzw. nachfragen, ob daran gedacht wurde, Nichtregierungsorganisationen, Netzwerke, die sich in Berlin schon zahlreich, also vielleicht nicht quantitativ, aber vor allem qualitativ irgendwie sehr hervortun durch so eifrige Arbeit, ob die eingebunden werden sollen, weil ich so ein bisschen, also ich kann natürlich nicht über die, also ich kann die parteipolitische Aktivität da von den Piraten ja jetzt noch nicht bewerten, aber es ist eben strategisch eben abzusehen, dass das im Parlament nicht durchkommt und
um vielleicht zu verhindern, dass es parteipolitisch so a priori schon dann verbrannt wird, diese Anstrengungen, ein Transparenzgesetz einzuführen. Ja, wäre meine Anregung, einfach sozusagen die außerparlamentarischen Fachkräfte einzubinden. Ganz kleine Frage an Herrn Weiß. Ja, das ist richtig. Das ist auch der Grund, warum wir nicht einfach irgendwie einen Antrag ins Parlament einbringen, sondern warum wir halt irgendwie so ein bisschen versuchen, das auch zu diskutieren, warum wir zum Beispiel diese Veranstaltung hier machen, warum wir sagen, wir machen erstmal was und stellen das dann zur Diskussion. So. Ja. Das würde uns sehr freuen, wenn dann auch solche NGOs wie zum Beispiel sich daran beteiligen. Also, ja, dann würde ich vorschlagen, dass ihr einfach die Schotten dicht macht und die Leute nicht vom Schiff lasst, bis ihr einen ersten Entwurf habt. Ich gebe uns 2 Stunden. Also die Entwürfe gibt es ja schon, das haben wir schon gehört. So, die nächste Frage. Da war hier ganz kurz mal, ich glaube, Herr Lentfer hatte noch eine Idee darauf zu antworten, ja. Weil die ja in Hamburg auch eine Rolle gespielt hat, ne? Oder? Ja, ganz, muss ja nicht lang sein, aber das ist ja eine Bewegung von uns, hat gewesen, deswegen. Ja, es war für uns in Hamburg immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir es geschafft haben, dieses Bündnis möglichst überparteilich laufen zu lassen. Nicht umsonst, obwohl die Piraten von der ersten Stunde an und sehr aktiv dabei waren, haben sie keine der Vertrauenspersonen gestellt. Und der Vertrauenspersonen waren eben von Transparency International, von Mehr Demokratie und vom Chaos Computer Club. Eben ganz bewusst keine Parteien. Diese drei Organisationen haben das Ganze gegründet, um das eben wirklich gar nicht erst diesen Verdacht aufkommen zu lassen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Moment. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, gar nicht erst zu sagen, wir schreiben erstmal, sondern einfach zu sagen, Mensch, wir haben Fachwissen, wir haben Organisationen, wir haben Menschen, die sich damit auskennen. Lass uns doch einfach mal zusammensetzen und lass uns gemeinsam gucken, was wir machen können. Ich glaube, das ist der viel wichtigere Fall. Es gibt viele Menschen, die sind in dieses Bündnis gekommen, die sind auf Ideen gekommen, die wären mir im Leben nicht eingefallen, aber deswegen war es gut, dass wir sie eingeladen haben, dass wir Expertise aus ganz vielen Organisationen zusammengeführt haben. Ich glaube, das ist der Weg, den man gehen sollte. Sehr gut. Es gibt immer weiter hinten im Publikum, aber immer mehr Fragen. Bitte sehr. Uwe Wilhelm, Jungpirat, also das heißt, ich bin noch nicht lange bei den Piraten, ich bin ein bisschen älter. Auch auf die Gefahr hin, mich jetzt zu blamieren, aber kann ich Informationen über das Desaster Flughafen Berlin im Netz einsehen, jetzt schon auf Open Data und wenn ja, wo? Da haben noch die Piraten. Ja, Moment, das kann Herr Lentfer auf keinen Fall beantworten, sondern er weiß eigentlich, Herr Delius, der direkt neben ihm steht, aber... Ja, bei uns im Wiki, aber nicht bei der Stadt. Aber noch nicht alles, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Nee, so viel, wie wir halt kriegen. Aber vielleicht ist das ja, wenn es darum geht, zu mobilisieren, gerade der richtige Ansatz, die Menschen in Berlin zu bewegen, Informationen zu erhalten darüber, wie dieses Desaster zustande gekommen ist, weil da bin ich sicher, dass sich sehr viele dafür interessieren werden. Also die klassische Frage wäre dann auf dem bei den Unterschriftenliste, wollen Sie, dass das mit dem Flughafen wieder passiert? Ja? Wobei, man muss mal darauf bestehen, dass unser Flughafen teurer ist als die Elbphilharmonie, ne? Nur unter uns, der Hauptstadt, ne? Martin Riesner, Basispirat. Meine Frage wäre, inwieweit eingeschätzt werden kann, wenn jetzt der Flughafen, die Flughafengesellschaft zu so geringem Teil nur Berlin gehört, inwieweit dann ein Informationsfreiheitsgesetz nach dem Beispiel von Hamburg überhaupt Erfolg haben kann, Anfragen dies betreffend? Das ist interessant. Wer kann es hier beantworten? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, da hinzugehen. Wir haben den gesamten Bereich Verkehr als Daseinsvorsorge definiert. Dazu gehören auch Flughäfen, also für mich ein Teil des Verkehrs. Deswegen fällt das ganz klar darunter. Und damit sind die erstmal im Bereich der Auskunftspflicht bei uns in Hamburg. Das wäre jetzt die spannende juristische Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich bin Sozialwissenschaftler, kein Jurist. Wäre, kann man das Ganze auch auskunftspflichtig machen? Veröffentlichungspflichtig, Entschuldigung, danke. Aber unter die Auskunftspflicht, der Flughafen in Hamburg wird unter die Auskunftspflicht fallen. Also quasi allein deshalb, weil er im Auftrag des Landes einen Flughafen baut. Also unabhängig davon, wem die Gesellschaft eigentlich gehört schon. Ja, genau. Ich wollte jetzt nochmal was zu dem Punkt eben sagen, weil es immer so eine Sache ist, so mit Parteipolitik und das ist ein bisschen kritisch. Ich finde das sehr gut, wie das in Hamburg gelaufen ist. Ich finde das auch sehr bewundernswert. Aber die Situation ist halt insofern ein bisschen eine andere, als wir auf quasi der Hamburger Vorarbeit gut aufbauen können.
und wir halt auch einen sehr guten, jetzt sage ich es mal so strategisch argumentativen Stand haben, wie wir sagen, wir bleiben jetzt, wir machen jetzt einfach einen Entwurf, der so nah wie möglich an dem Hamburger ist, weil der hat ja quasi dieses Gütesiegel des Gesetzgebungsprozesses. So. Das wäre halt quasi so der Unterschied, den ich da sehen würde. Weitere Fragen? Hallo, Nora, mein Name, auch von der Basis. In der Hoffnung, ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Soll denn dieses Transparenzgesetz eigentlich neben dem bisherigen Informationsfreiheitsgesetz stehen? Soll es das ergänzen? Soll es das ablösen? Oder wie soll so das Verhältnis dazwischen eigentlich sein? Ja. Weißt du, was ich... In Hamburg gibt es eine Regelung, aber Herr Weiß hat einen Plan. Ja, also, also es ist auch so, in Hamburg ist es halt auch so, dass das Transparenzgesetz eigentlich, also das Informationsfreiheitsgesetz ergänzt noch um halt neue Aspekte wie auch Veröffentlichungspflicht und mit einem schönen neuen Namen ist also es ersetzt das alte Informationsfreiheitsgesetz. Das würde man, wenn man sich halt so nah wie möglich daran hält, hier genauso machen. Wobei natürlich alles, was im jetzigen Informationsfreiheitsgesetz geregelt ist, müsste man einfach mit übernommen werden würde. Wird dem einverleibt sozusagen. Ja. Mhm. Ich habe es jetzt, vielleicht ist das falsch, aber immer so verstanden, dass sozusagen die Auskunft liegt, also auf Antrag bekommt man etwas rausgenommen wird und zur Veröffentlichungspflicht wird in ganz, ganz vielen Bereichen, die dann sozusagen immer zur Verfügung stehen. Richtig, Herr Denfer, nochmal? Im Grunde kann man das fast so zusammenfassend sagen, dass man sagt, man ergänzt es. Die Auskunftspflicht wurde in Hamburg in keinster Weise im Grunde groß verändert, sondern man hat einfach diese zusätzliche Veröffentlichungspflicht oben rüber gestülpt. Und wir haben im Grunde, wenn man es vereinfacht sagen möchte, in Abschnitt 1 davor gesetzt und gesagt, man könnte den jetzt allgemein Veröffentlichungspflicht nennen. Plus natürlich die ganzen Ausnahmekataloge und so weiter überarbeitet. Aber das ist im Grunde der Prozess, den wir gemacht haben, dass wir einfach den Teil ergänzt haben. Das, was vorher im IFG drin war, da haben wir den Weg des geringsten Widerstandes mit Copy und Paste genommen und alles, was unschädlich war, einfach so stehen lassen. Aber das ist die berühmte Bringschuld, nicht? Das ist die Veröffentlichungspflicht, dass sozusagen Sachen rausgenommen werden und dann schon mal da sind und man nicht erst fragen muss. Genau, da haben wir bei uns im Gesetz, im § 3 Absatz 1, 15 verschiedene Datentypen definiert, wo wir gesagt haben, diese müssen alle proaktiv veröffentlicht werden, plus eben diese Öffnungsklausel, dass wir gesagt haben, sowie alle weiteren Daten von öffentlichem Interesse, wo wir dann in der Begründung relativ klar geschrieben haben, zum Beispiel, wenn es eine große öffentliche Debatte gibt, ist öffentliches Interesse da, wenn es eine Unterschriftensammlung gibt, ist öffentliches Interesse da, wenn es vermehrt Anfragen nach einem Typ von Informationen gibt, ist auch ein öffentliches Interesse da, also das haben wir auch so ein Stück ausdefiniert, dass wir gesagt haben, das ist auch kein ganz luftleerer Raum, sondern da gibt es auch so ein paar Indizien. Okay. So, weiteres aus dem Publikum, da gibt es eine Hand. Ich habe, Björn heiße ich, ich habe eine Frage nochmal an den Hamburger. Habe ich das richtig verstanden, dass erst ab 50% Beteiligung diese Veröffentlichungspflicht stattfindet? Und wenn ja, kann ich das nicht einfach mit einer cleveren Verteilung meiner Anteile umgehen? Also 49, 49, 2 ist ja sehr praktisch. Also es gibt für juristische Personen des Privatrechts, darum geht es ja primär dabei, also ein städtischer Energieunternehmer oder ähnliche. Und da gibt es eben einen Absatz, wo wir definiert haben, verschiedene Tatbestandsmerkmale und sobald eines von diesen zutrifft, dann fällt dieses Unternehmen eben unter die Veröffentlichungspflicht, muss also proaktiv veröffentlichen. Und eine der Möglichkeiten ist eben ein Gesamtanteil der Stadt Hamburg und das sind dann aber auch alle sämtliche Behörden, die ebenfalls unter diesen Begriff fallen, wieder mit integriert. Sobald die mehr als 50% kumuliert besitzen. Also wenn die Finanzbehörde 26% besitzt und die Innenbehörde 26%, einfaches Beispiel, dann sind das zusammen für die Stadt mehr als 50%, dann trifft das Ganze zu. Es gibt natürlich immer juristische Möglichkeiten, Dinge zu umgehen. Ich glaube, wer versucht, sowas juristisch unmöglich zu machen, der wird beim Schreiben des Gesetzes scheitern. Sie sprachen vorhin davon, dann leide ich auch, dass es einige Unternehmen gibt, die noch gar nicht von ihrem Glück wissen, aber auch, dass auch Sie noch nicht so ganz genau wissen, bei wem das nun wirklich richtig zuschlägt und nicht. Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen? Ja, es ist so, dass wir natürlich sehr froh waren, dass das Gesetz veröffentlicht wurde und im Entstehungsprozess in den letzten Stunden sind ein paar Dinge von den Fraktionen hinzugekommen, die wir gar nicht auf der Liste hatten. Und wir haben uns noch nicht so konkret auseinandergesetzt mit der Frage, wer fällt wirklich alles darunter. Ich neige auch, das haben Sie vielleicht gemerkt, ein bisschen dazu,
darüber gar nicht so konkret zu diskutieren, weil ich eigentlich lieber erstmal möchte, dass wir wissen, wo sind denn da die Knackpunkte und wo nicht. Schließlich dauert es ja noch 3 Monate, bis das Gesetz wirklich, oder 2 Monate, bis das Gesetz in Kraft tritt. Und dann dauert es natürlich noch 2 Jahre, bis die Informationspflicht im breiten Maße kommt. Aber das ist ein sehr komplizierter Katalog. Also man muss sich das Gesetz da ganz genau angucken. Man muss dann das Unternehmen sich genau angucken. Was ist das für eins? Wie sind die Besitzverhältnisse? Wie sind die regulatorischen Verhältnisse? Fällt das darunter? Fällt das nicht darunter? Aber ich meine, ein bisschen Fleiß und dann hat man irgendwann Klarheit. Also das ist überhaupt keine Frage. Gibt noch eine Nachfrage, bitte? Da erleben wir von Wikimedia gerade eine sehr lustige Situation. Wir haben bei mehreren Behörden nachgefragt nach Geodaten, unter anderem bei der Hamburger Landesvermessung. Und die Antwort war relativ einfach. Sie sind derzeit nicht arbeitsfähig, weil sie keine Ahnung haben, was dieses Gesetz für sie bedeuten wird. Und deshalb bitten sie inständig darum, von allen Anfragen abzusehen, bis sie endlich wissen, nach welchen Spielregeln sie ab Oktober reden werden und arbeiten werden dann. Also wir sind geduldig, wir warten schon seit langem auf Daten, insofern ist das auch nicht schlimm, noch mal ein paar Monate zu warten, aber es muss jetzt halt wohl sehr spannend in diesen Behörden sein. Ja, also ich will dazu noch mal was sagen. Das ist auch ein Gesetz, was im Gegensatz zu vieler Gesetzgebungspraktik nicht aus der Verwaltung entstanden ist. Also es ist ein Gesetz, das eine Volksinitiative entworfen hat und das die Parteien des Parlaments anschließend optimiert haben. Und die Behörde war in Gestalt des Staatsrats der Justizbehörde dabei, der uns einmal in einer Sitzung mit einem, ich würde mal sagen, 40-seitigen Katalog geschreckt hat und gesagt, hier habe ich alle Stimmungen, alle Äußerungen aus den Behörden, die wir jetzt hier noch verhandeln sollen. Aber es ist jetzt schon 10 Uhr, wir lassen das heute. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Gesetz kommt nicht aus der Verwaltung und deshalb hat die Verwaltung auch noch ganz wenig Informationen darüber. Das heißt also, die sogenannte Handreichung, die die Verantwortlichen jetzt den einzelnen Behörden geben müssen, die sind noch nicht geschrieben. Deshalb, wie gesagt, diese 3 Monate, bis das Gesetz in Kraft tritt. Dann vielleicht ganz kurz, gleich wenn wir wieder ins Publikum gehen, Herr Dix noch mal sagen, wer entscheidet denn so eine Frage, für welches Unternehmen, für welche Behörde, also am Ende gilt für die Behörden ja alle, aber wenn es dann schwierige Besitzverhältnisse gibt und man nicht genau weiß, falle ich drunter, falle ich nicht, wäre es denn jemand wie Sie, der Beauftragter ist für diese Gesetze oder wer macht das dann? Ja, in Hamburg macht das der Kollege, der für Datenschutz und Informationsfreiheit zuständig ist. Da gibt es einen Beauftragten wie in Berlin, der übrigens auch sehr intensiv beteiligt war bei der Ausarbeitung des Gesetzes. Auch das merkt man in positiver Weise. Also das ist die erste Stufe, an die man sich wenden könnte, wenn es da Unklarheiten gibt. An denen können sich sowohl Interessenten wenden, als auch Verwaltungsbehörden, die nicht wissen, ob sie drunter fallen oder nicht. Der hat auch so eine Art Beratungsfunktion gegenüber beiden Seiten. Also das muss man einmal sagen. Und dann im Streitfall könnte jeder Bürger das letztlich auch vor Gericht klären lassen. Das kostet aber Geld und Zeit. Jetzt nochmal wieder ins Publikum, bitte. Ja, Silvia, also Polami, Basispirat. Und ich also habe vielleicht eine ganz anknüpfende Frage da dran. Also, welche Sanktionsmöglichkeiten sind dann in dem Gesetz vorgesehen? Denn, wir haben ja vorhin die gelben Karten hochgehalten. Wäre es ja vielleicht mal spannend, gleichzeitig mal abzufragen, wer denn Auskunft bekommen hat nach dem Gesetz oder überhaupt Auskunft bekommen hat. Denn die Verwaltung ist ja sehr einfallsreich, die Sachen einfach so im Sande verlaufen zu lassen oder sich irgendwas ausreden oder sonst wie was. Ich habe auch neulich, gerade vor ein paar Tagen, war eine Diskussion. Wir haben ja die schönsten Gesetze, bloß leider hält sich oft keiner dran an diese Gesetze. Und was bestehen dann für Möglichkeiten? Das ist eine gute Frage. Sanktionen im Gesetz von Hamburg stehen welche? Im Grunde hat der Dix das gerade schon gesagt. Der erste Schritt ist der Gang zum Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Ich gehe fest davon aus, dass das hier in Berlin ähnlich geregelt werden würde. Der zweite Schritt wäre dann so der Schritt vor Gericht. Einen anderen Schritt gibt es nicht. Und wir haben auch keine Sanktionen, aus bewusst keine Sanktionen für Verwaltung oder Ähnliches reingeschrieben. Es wäre juristisch schwierig, wegen der Verquickung der Landes- mit der Bundesebene. Das ist eigentlich Bundesrecht. Aber wir wollten uns eben auch nicht in dem Sinne wirklich
ein Gesetz gegen die Verwaltung schreiben, sondern wir haben eigentlich, wir vertrauen eher darauf und hoffen darauf, dass wir es schaffen, die Verwaltung mitzunehmen. Und vielleicht ist das ein Stück weit blauäugig, ja, und man wird, ich gehe auch fest davon aus, dass wir vielleicht den einen oder anderen Musterprozess führen werden müssen, aber ich glaube dadurch, dass wir jetzt auch ein Bewusstsein mit diesem Gesetz wirklich schaffen. Es muss sich jede Behörde jetzt mit diesem Gesetz beschäftigen. Ich glaube, das ist der Unterschied zum IFG. Viele Behörden haben sich mit dem IFG nie beschäftigt. Die wussten zwar, es gibt da irgendwie was, aber solange niemand zu ihnen gekommen ist, mussten sie damit gar nichts machen. Deswegen kannten sie dieses Gesetz mit Sicherheit viele gar nicht. Und das wird jetzt umgekehrt. In Hamburg wird es in jeder Behörde eine Person geben, die für die Umsetzung des Gesetzes zuständig ist. Und damit hat man überall so eine erste Anlaufstelle, auch in den Behörden. Und ich hoffe, dass wir keine Sanktionen, oder dass wir es nie bereuen werden, dass es keine Sanktionen gibt, sagen wir vielleicht so rum. Herr Tobisen. Ja, hallo. Ich wurde gerade informiert, dass ich fragen soll, wir könnten die Kärtchen nochmal zücken vielleicht, ob wir noch weitermachen wollen und wie lange. Das ist jetzt eine schwierige Sache mit Ja und Nein. Achso, aber erst lassen wir Herrn Weiß nochmal was reden und dann überlegen wir, wie lange wir hier noch weiterfahren. Jetzt noch zur Ergänzung der Diskussion mit den Sanktionen, was jetzt, glaube ich, nicht erledigt wurde. Was es natürlich immer gibt, ist der Rechtsweg, wenn einem Informationen verweigert wurde. Ja. So. Möchten Sie Ihre Abfrage noch machen, Herr Thomsen? Ja, ich bin jetzt eigentlich der Meinung, und vielleicht können wir da ein Stimmungsbild einholen, dass wir einfach weitermachen, bis das Schiff irgendwo gegenfährt oder anhält. Ich meine, es war 8:30 um den Dreh, und wenn ich jetzt hier auf mein Handy drücke, ist es jetzt noch 20 Minuten hin. Ich glaube, die kriegen wir noch durch, oder? Bitte mal um Zu- oder Ablehnung. Zustimmung oder Ablehnung. Dass du von Bord gehen musst. Genau. Ja, wir machen weiter. Ja, Gelb, wir machen weiter. Nein, ich will hier raus. Holt mich hier raus, Blau. Das ist eindeutig. Wir machen weiter, ja? Ja, genau. Sehr schön. Wir haben eine Frage. Bitte stellen. Hi, Stefan Wehrmann nochmal. Ich würde Herrn Dix gerne fragen, wie würden Sie denn ein Transparenzgesetz in Berlin auf den Weg bringen? Also, aus Hamburg haben wir gehört, durch die Initiativen, Piraten wollen jetzt erstmal irgendwas schreiben und in den Senat reinbringen. Jedenfalls mit irgendwelchen Parteien reden. Das Problem ist, ich habe so ein bisschen die Angst, dass wenn man mit Parteien redet, dann wird es halt verwässert. Dann kommt hier der Kompromiss rein, der Kompromiss. Wenn man die Initiativen im Hintergrund hat, die ganzen Menschen, die Unterschriften, die sagen, wir wollen das so haben, dann kann der Senat gar nicht anders. Und so lief es ja genau in Hamburg. Und ich habe halt irgendwie keinen Bock darauf, dass es anders läuft in Berlin. Also Herr Dix, wie würden Sie es machen? Also ich mache normalerweise keine Gesetze, aber wenn ich persönlich würde ich schon auch dazu neigen, hier eine kombinierte oder Doppelstrategie zu fahren, dass man versucht im Parlament erstmal natürlich auch das Gespräch mit anderen Parteien zu suchen. Ich würde nicht von vornherein sagen, die kümmern sich sowieso nicht drum, weil sie alle zufrieden sind mit dem geltenden Informationsfreiheitsgesetz, wenn man an die Grünen etwa denkt, bin ich da anderer Meinung. Aber bei der Regierungskoalition, da ist im Moment Ablehnung, das muss man wohl so sehen. Gleichzeitig würde ich aber auch die Zivilgesellschaft schon versuchen zu mobilisieren, und wir kommen dann unter Umständen, geht es nicht von heute auf morgen. Man braucht sozusagen ein günstiges Zeitfenster, wo bestimmte Umstände dazu beitragen, ähnlich war es übrigens auch beim Wassertisch, dass die Politik gar nicht anders kann, als zu sagen, wir müssen diesen Weg jetzt gehen. Insofern hat ja die Hamburger Entwicklung durchaus auch Ähnlichkeit mit dem, was in Berlin beim Wassertisch passiert ist. In Berlin ist es dann schließlich zum Volksgesetz sogar gekommen. Das hat man in Hamburg gerade noch vermeiden können, aber dafür ein hervorragendes Transparenzgesetz gekriegt. Das Berliner Volksgesetz ist also juristisch, wenn Sie da reingucken, längst nicht so professionell gemacht wie das Hamburgische Transparenzgesetz, aber es war ein politisches Signal. Es war das erste erfolgreiche Volksbegehren in Berlin überhaupt, und das zum Thema Transparenz. Das darf man nicht vergessen. Also ich würde diese Erfahrung, aus dieser Erfahrung Nutzen ziehen wollen und versuchen, beim Transparenzgesetz einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Gibt es noch weitere Erkundigungsversuche aus dem Publikum? Sonst hätte ich nicht mehr eine Frage. Ich mache mal kurz weiter. Gibt es denn eigentlich, wo sind die sinnvollen, verfassungsmäßig auch höchst sinnvollen Grenzen eigentlich? Also wo muss man wirklich Halt machen, wenn man Auskünfte will? Zum Beispiel Gerichte war jetzt so eins. Können Sie das nochmal sagen, wo eigentlich ein Stoppschild hängt und warum?
Naja, sicherlich ist richterliche Tätigkeit das Beratungsgeheimnis, das ist alles sozusagen transparenzfest. Da kann man keine, man kann auch nicht sagen, ich will in die Sozialakte oder Steuerakte meines Nachbarn reingucken, was in Schweden übrigens durchaus üblich ist. In Finnland gibt es einen SMS-Dienst, da kann man sich die Steuerdaten von Nachbarn aufs Handy schicken lassen. Das wäre bei uns natürlich nicht vorstellbar. Wäre das ein Ziel, Hartig? Nein, für mich ist es auch kein Ziel. Ich lebe in einer Gesellschaft, wo eben nicht alle alles über alle wissen, wohl aber sehr viel über den Staat und mehr wissen sollten über den Staat und auch über große Unternehmen, die eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen. Also da würde ich schon sehr stark für einen gläsernen und transparenteren Staat, aber gegen den gläsernen Bürger argumentieren. Das ist ja genau die Trennlinie zwischen Datenschutz und Informationsfreiheit. Das muss immer berücksichtigt werden. Es gibt bestimmte Grenzen, sicherlich auch in der politischen Willensbildung. Das ist ein heikles Thema. Wir haben gerade so einen konkreten Fall auch in Berlin. Ich sehe eine schöne Formulierung im Hamburger Transparenzgesetz, dass das Vorblatt und das Petitum von Senatsbeschlüssen ins Informationsregister eingestellt werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Petitum ist, aber wenn es die Senatsbeschlüsse sind, dann brauchen wir das dringend in Berlin. Denn wir haben gerade einen Fall, wo der Berliner Senat es abgelehnt hat, einen bestimmten Senatsbeschluss zugänglich zu machen für den Bürger, was wir für unverständlich halten. Rechtlich ist das, argumentiert er sozusagen mit dem Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung. Man könnte auf die Weise herausbekommen, wie die Senatsmitglieder abgestimmt haben. Steht da alles nicht drin? Ist nicht plausibel, diese Begründung. Ich vereinfache jetzt ein bisschen die Begründung, aber da muss mehr auch an Transparenz im klassischen staatlichen Arkanenbereich hergestellt werden. Und da gibt es Formulierungen im Transparenzgesetz, die gehen mir auch ein bisschen zu weit. Wenn der Senat sich einmal seine Meinung gebildet hat, eine Entscheidung gefällt hat, dann gibt es meiner Ansicht nach vielleicht noch eine gewisse Karenzzeit. Aber wenn die abgelaufen ist, dann gibt es keinen Grund mehr für Geheimhaltung. Da muss auch irgendwann mal offengelegt werden, wie ist denn da diese Entscheidung zustande gekommen. Auch Entwürfe sind nicht endgültig der Transparenz entzogen, sondern nur so lange, wie man auf die Entscheidungsbildung Einfluss nehmen kann. Und sie, da gibt es Grenzen, die sind aber nicht unendlich. Ja, bitte. Ein Wort zum Petitum. Das Petitum ist nicht ganz unwesentlich. Das ist, die Bürgerschaft bittet den Senat, das Gesetz so und so umzusetzen. Da steht zum Beispiel in Hamburg drin, ressourcenschonend umzusetzen und die Möglichkeiten der Volksinitiative zu nutzen. Also das erscheint dann so an so einer Stelle. Nicht unwesentlich, weil es uns in den Begleitprozess mit einbindet. Gut, haben sich neue Fragen im Publikum ergeben? Wir machen es jetzt mal ganz offen. Aber ansonsten mache ich einfach weiter. Bisher war es in Hamburg eben auch so, dass der Senat montags getagt hat und dienstags eine Pressekonferenz gehabt hat und dann Dienstag der Pressekonferenz mitgegeben hat. Übrigens, das haben wir beschlossen und was wir sonst so beschlossen haben, wisst ihr halt nicht. Und das war wirklich auch einer der Gründe, wo wir wirklich gesagt haben, es kann nicht sein, dass die oberste Exekutive in Hamburg Beschlüsse fällt, die für uns alle verbindlich sind, aber wir kriegen nicht die Möglichkeit, sie zu sehen. Der zweite Punkt ist eben dieser Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung, der eben auch durchs Verfassungsgericht in mehreren Urteilen immer wieder aufgerufen wird, wo man eben sagt, es gibt einen gewissen Schutzbereich innerhalb der Exekutiven, in derer Meinung gebildet werden. Deswegen haben wir zum Beispiel die Ressortabstimmung bei Beschlüssen ausgenommen. Das steht in der Begründung auch nochmal explizit drin, was eben am Ende nicht drinstehen muss, Justizbehörde hatte Bedenken oder bei einzelnen Gesetzentwürfen, sondern wenn der Senat etwas entscheidet, dann muss der Senat als Gesamtes dahinterstehen. Und dann wird das Ganze einfach nur als Beschluss, und das ist eben das im Wesentlichen dann auch das Petitum, das ist so ein bisschen ein Begriff, der sich in Hamburg durchgesetzt hat. Das ist eben der eigentliche Beschluss, der dann auch wirklich veröffentlicht werden muss. Und das ist, glaube ich, eines der, also wenn ich höre, dass das in Berlin ähnlich ist, ich dachte immer, Hamburg wäre da ein besonders abschreckendes Beispiel. Ist genau. Das ist übrigens auch Montag und Dienstag, lustigerweise. Okay. Kann man ja auch mal ändern. So, jetzt nochmal der bange Blick ins Publikum. Gibt es noch was offen geblieben? Können wir helfen? Dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar wüsste ich gerne in Berlin, wenn man sowas macht, wer fällt denn da auf jeden Fall drunter, die jetzt zum Beispiel nicht mal auskunftspflichtig, aber schon gar nicht veröffentlichungspflichtig sind, weil sie es ja noch nicht haben. Also ich denke mal zum Beispiel alle Anstalten öffentlichen Rechts, die BSR zum Beispiel, oder? Oder nicht? Ich frage jetzt, sagen Sie doch mal, zählen Sie doch mal ein paar auf. Okay, die jetzt definitiv noch nicht drunter fallen.
Ja, die Flughafengesellschaft wurde schon erwähnt. Ist zum Beispiel Handelskammer, die ganzen Verbände mit Zwangsmitgliedschaften, dann zum Beispiel sowas wie, es gab jetzt vor kurzem in Berlin auch so einen interessanten Fall, wo es um Auskunftsrechte nach dem Presserecht ging, dann gibt es zum Beispiel Berlin Partner, so ein halb staatlich, halb privatwirtschaftliches Konstrukt, was unter anderem in dem Fall das Hoffest des Regierenden Bürgermeisters ausrichtet, so, und was halt auch über so eine indirekte Konstruktion zu weniger als 50% im Land, aber zu mehr als 50% Stellen gehört, an denen das Land irgendwie dann doch wieder mit der Mehrheit drin sitzt. Was oder auch zum Beispiel in Bezug auf in Bezug auf die Veröffentlichungspflicht, veröffentlichte Verträge, das ist halt weitergehend, weil es halt auch den Bereich dann noch mit einschließen würde von Wohnungswirtschaft, das sind zum Beispiel Privatisierungsverträge der GSW müssten da jetzt drunter fallen, wenn man das so übernehmen würde. Oder auch Kultur- und Bildungseinrichtungen würden auch zusätzlich dazukommen. Ja. Also die Preiskalkulation der Deutschen Staatsoper könnte man dann? Nein. Ja, müsste, also ja, man kann es mit der Karte nochmal machen. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob das jetzt Auskunft oder Veröffentlichung. Aber ja, es geht auch in den Bereich rein, ja, klar. Okay, gut. Gut, hier gibt es noch eine Frage, das freut mich. Kann mir einer sagen, ob das Hamburger Gesetz anwendbar ist auf Bundesbehörden, die ihren Sitz in Hamburg haben? Puh. Ja. Also ich kann sagen, das war mein Ja. Das Ganze trifft auch trifft nicht auf Bundesbehörden zu, die ihren Sitz in Hamburg haben, aber auf Hamburger Behörden auch, wenn sie bundes- oder europäisches Recht ausüben. Das ist eine relativ übliche Formulierung, die es in vielen IFGs gibt. Sonst wäre es sehr lustig. Bundesbehörden mit Sitz in Berlin, also wäre klasse. Ich fände es super, wenn ihr das hinkriegt. Wird sich lohnen. Sehr schön. Gut, ich sehe, dass sich ein wenig Erschöpfung ausbreitet. Zumindest spüre ich es an mir und ich meine es auch in anderen Gesichtern zu sehen. Ist das der Fall? Wollen wir das nochmal abstimmen oder gibt es noch weitere Fragen? Erstmal gibt es noch weitere Fragen. Erstmal die offene. Dann bitte jetzt. Schnittchen. Gibt es nicht mehr. Gibt es denn noch Äußerungsbedarf auf dem Podium? Es gibt ja manchmal Dinge, die man gerne sagen wollte, aber keiner hat die richtige Frage gestellt. Und ja, das ist noch ein Restzettel. Also, bitte. Ja, ich wollte noch mal was sagen. Was wollen wir eigentlich erreichen? Also, natürlich wollen wir, dass es so ein Gesetz gibt und natürlich wollen wir, dass wir mehr Informationen bekommen. Aber im Grunde genommen, ich spreche jetzt für Transparency International, wollen wir natürlich das Denken in den Köpfen der Behörden verändern. Also wir wollen bei denen, die in der Behörde Entscheidungen fällen, das klare Wissen darüber, dass sie diese Entscheidung auch wirklich kurzfristig vertreten müssen, dass sie bekannt wird, dass sie laut Hamburger Gesetz ja noch nicht mal wirksam wird innerhalb der ersten 30 Tage, wo es aber schon öffentlich ist. Also das muss man sich mal vorstellen, da sitzt dann so der Beamte, der bisher also die Überarbeitung des Jungfernstiegs in Auftrag gegeben hat, für so und so viel 100.000 Euro Pflaster oder was auch immer. Und bevor das nun völlig rechtswirksam wird, muss es 30 Tage oder muss es einen Monat öffentlich sein. Das muss natürlich erstmal in die Köpfe rein. Das führt aber natürlich dazu, das führt vielleicht dazu, dass es weniger Entscheidungen gibt, das sage ich mal so, das kann durchaus sein, aber es führt in jedem Fall dazu, dass es bessere Entscheidungen gibt, weil sie gerechtfertigt werden können. Es führt doch bestimmt dazu, dass der Jungfernstieg dann nicht mehr saniert wird, oder? Über Jahre? Der ist aber jetzt ganz toll. Na dann. So, noch weiteres auf dem Zettel. Herr Dix vielleicht, wenn Sie mögen. Also ich kann Sie nicht zwingen. Herr Leilich hat ein wunderbares Schlusswort geredet. Dem kann ich also nur ganz aus vollem Herzen zustimmen. Ich will nur noch ein Beispiel nennen. Berlin hat das gerade auch versucht, diesen Effekt zu erzielen, den Sie beschrieben haben, indem der Vertrag über den Rückkauf der RWE-Anteile an den Wasserbetrieben öffentlich gemacht worden ist. Der ist noch gar nicht wirksam, muss noch durchs Abgeordnetenhaus.
und auch das private Unternehmen muss dem noch zustimmen, aber er liegt jetzt sozusagen, kann übers Internet abgerufen, das ist aber eben nur ein kleines Fenster, was sich da geöffnet hat, und wir müssen das Fenster viel größer machen, mindestens so groß wie in Hamburg. Sehr schön, auch das hat Schlusswortcharakter. Ich darf noch festhalten, dass, wenn ich das richtig weiß, wollen Sie noch was sagen? Ja? Ich würde eine Gelegenheit noch nutzen, weil ich fand's, genau. Ich finde es immer sehr, sehr schön, dass es hier sehr, sehr ähnlich funktioniert. Wir saßen irgendwann in den Verhandlungen, das ist vielleicht nochmal auch so ein kleiner Gedanke daraus, und da sagte der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, irgendwann, ja, also das war so eine der allerersten Runden, ja, also wir können auf jeden Fall was machen und Berlin und Bremen können wir auf jeden Fall aufholen und ein bisschen drüber hinaus auch noch. Und ich habe gedacht, ich hatte ja die entsprechenden Gesetze und dachte, das geht auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung, dass es sich so weit gedanklich bewegt. Aber ich finde es sehr amüsant und freue mich, wenn es jetzt zu was Positivem führt, dass es offensichtlich doch ein so hohes Konkurrenzdenken zwischen diesen beiden Städten gibt. Für mich als geborenen Berliner, der jetzt lange in Hamburg wohnt, ist das irgendwie sehr amüsant zu sehen. Gut, mal schauen, wer gewinnt. Ich bedanke mich bei den Podiumsteilnehmern für ihre Beiträge, bei Ihnen für Ihre Fragen und das Interesse. Und darf noch mal festhalten, es wäre ja, jetzt werde ich geschlagen, wenn das jetzt nicht stimmt, glaube ich, das erste vollständige Gesetz, das Piraten ins Abgeordnetenhaus einbringen, oder? Das wird doch immer wieder verlangt von den Bönigs dieser Welt. Ist das so? Nur ganz kurze Antwort, ja oder nein? Sie können auf die Karte heben. Ja, oh, jetzt kann ich jetzt nicht kurz antworten, weil jetzt muss ich ja nochmal darauf hinweisen, dass das Ziel ja nicht ist, dass das jetzt so das Piratengesetz ist, was wir dann einbringen, sondern das Ziel ist halt schon, das entweder halt irgendwie mit einer Mehrheit durchzubringen, dann kann es nicht das Gesetz sein, was wir einbringen, oder es halt eben in so einer, wenn es da nicht funktioniert, eine zweigleisige Strategie über die Volksgesetzgebung einzubringen. Das haben Sie schön gesagt. Deshalb ist es nicht ganz korrekt. Gut, das haben Sie schön gesagt. Trotzdem vielen Dank, wir beenden das an dieser Stelle, und irgendwie gibt es auch noch Getränke, glaube ich, aber das müssen andere regeln. Dankeschön. Ja. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken. Ja, hallo! Ja, genau. Das ist, nein, aber ich möchte mich auch noch mal, ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken bei allen Podiumsteilnehmern. Das war doch sehr interessant und sehr hell. Es gibt jetzt tatsächlich alkoholfreie Getränke, die jetzt hier noch gereicht werden für Lau. Das sorgt dann immer für Freude. Und ich glaube, es gibt noch Schnittchen oder Fingerfood oder so. Und ja. Sehr schön, dass Sie das hier so gemacht haben. Vielen lieben Dank für alles. Und nochmal, wie gesagt, vielen Dank bei den Mitarbeitern und dass alle so geduldig waren. Dankeschön. Jetzt muss ich Sie auch noch kurz um Geduld bitten, weil die beiden Kellner sind gerade am Anbinden draußen in der Schleuse. Ja, haben Sie noch 5 Minuten nach der Schleuse, geht's weiter, ja? Bitte. Aber der Geruch von drüben ist schon gut.